Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 228. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Halli, hallo, hallöle. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Und es ist eine absolute Mammutfolge von euch gewünscht. Mal wieder eine Hoaxilla-Crime-Episode. Das ist eine sehr, sehr positive Nachricht. Es wird sogar noch einen kleinen Bonus-Content am Ende der Episode geben. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Ihr werdet beim Blick auf den Kalender, wenn ihr aktuell hört, sehen, der April nähert sich dem Ende. Es wird im April tatsächlich nur eine Episode geben. Die zweite April-Folge wird am 1. Mai erscheinen. Die zweite April-Folge wird eine 1. Mai-Folge und im Mai werden wir dann wohl vermutlich das wieder aufholen. Genau, die Idee ist einfach die, dass wir im April furchtbar viel zu tun hatten. Und jetzt im Hinblick auf die Qualität entweder heute auch noch eine zweite Folge aufgenommen hätten, die dann qualitativ nicht so gut gewesen wäre. Und wir haben gesagt, wir nehmen uns einfach noch die Zeit, die uns ein Feiertag dann tatsächlich bietet, um eine bessere Episodenqualität für euch abzuliefern und hoffen, dass wir da auch in eurem Sinne entschieden haben. Nichtsdestoweniger ist diese Folge sehr, 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 sehr lang, mit sehr viel Inhalt und Bonusinhalt. Das sind quasi zwei Folgen in einem. Mindestens. Genau. Und Alexa hat aber auch natürlich wie seit 227 Episoden zuvor eine Geschichte für euch vorbereitet. Die Story der Woche. Die heutige Hoaxilla-Story wäre eigentlich etwas für den Darwin Award, wenn sie denn wahr wäre, und dreht sich um einen Mann. Angegeben wird seine Berufsbeschäftigung, sein Beruf mit Anwalt, der es auch sich zur Aufgabe gemacht hat, junge Juristen, also quasi Anwärter auf den Anwaltsjob durch seine Firma zu führen, in der er arbeitet, und da auch so ein bisschen sich die Architektur des riesigen Hochhauses, diese Architektur ein bisschen vorzuführen und vorzustellen, aus welchen Gründen auch immer. Also er führt die Anwaltsanwärter irgendwie durch die Firmenräume und bleibt dann irgendwann vor einem Fenster stehen, scherzt so ein bisschen rum und hatte es sich wohl zur Gewohnheit gemacht, die Festigkeit der Fenster zu testen. Das heißt also, den Leuten vielleicht auch ein bisschen Angst einzujagen und so zu tun, als würde er nun versuchen, gegen das Fenster zu rennen und die Festigkeit der Glasscheibe zu testen. Also warum auch immer jemand auf so eine Idee kommt, dieser Anwalt nimmt Anlauf, rennt mit der Schulter gegen die Glasscheibe, gegen das Fenster, um zu zeigen, dass er davon sozusagen abprallt, und dann riesen Lachen und so weiter und so fort. Alle freuen sich und juhu. Nur in diesem einen tragischen Fall tut die Fensterscheibe genau das nicht, was sie soll. Sie hält nämlich nicht, sondern sie splittert und der Mann fällt metertief in den Tod und kommt bei diesem tragischen Unfall, bei diesem wirklich selbstverschuldeten Unfall ums Leben. Das ist einfach zu bescheuert. Also da glaube ich definitiv nicht, dass die Geschichte ja, stimmt. Ja, ich glaube es auch nicht. Dabei habe ich jetzt mehrfach gelesen, aber ihr dürft noch ein bisschen weiter raten. Genau, dann überlegt bis zum Ende der Episode, ob es stimmt oder nicht. Und wir machen erstmal schnell weiter. Thema der Woche. Ja, es ist lange her, wir werden das nachher im Interview noch sagen. Es gibt aber jetzt endlich wieder eine neue Hoaxilla Crime Episode und das ist wieder exklusiv Hoaxilla Crime für den Hoaxilla Podcast. Keine Zweitverwertung von Videoformat-Dingen oder sonstigen Dingen, sondern ganz exklusiv. Und Alexa, Black Dahlia Mordfall war immer gewünscht, von vielen Hörerinnen und Hörern immer wieder an uns herangetragen. Ja, und zwar schon wirklich lange Zeit. Also ich weiß nicht, wie lange dieser Fall auf unserer Liste steht und auch
die Art und Weise, wie wir das jetzt aufbereitet haben, also dass wir da wirklich eine Huxella-Crime-Folge auch draus gemacht haben, das haben sich die Leute so sehr gewünscht und über alle möglichen Kanäle, Facebook, E-Mail, Twitter an uns herangetragen. Und ich bin echt froh, dass das jetzt geklappt hat und dass wir das in der Form machen konnten. Das war, also der Fall ist tragisch, traurig und auch nach Jahrzehnten, finde ich, so ein bisschen, ja, greift einen das schon irgendwie an. Aber dennoch war es ein Fest, diese Folge so zu machen, wie wir sie gemacht haben. Genau, wir haben das Glück, dass wir ja wirklich die Expertin in Deutschland immer mal wieder zu fassen bekommen. Ist nicht ganz einfach, aber es gelingt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel, viel Vergnügen mit Huxella Crime und unserer Expertin Lydia Benecke. Huxella Crime. Es ist lange her, dass wir Sie zu Gast hatten. Umso mehr freuen wir uns, Sie mal wieder bei Huxella begrüßen zu können und damit wieder eine neue Folge Huxella Crime aufzeichnen zu können. Bei uns zu Gast die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo. Hallo und herzlich willkommen nach langer, langer Zeit. Wieder gern. Ja, allerdings. Ich habe mal nachgeguckt. Also tatsächlich, der letzte Podcast mit dir war im November 2017 und das war schon eine Zweitverwertung von der Huxella TV-Episode zu Charles Manson. Wow. Also das ist schon echt lange her, dass wir Huxella Crime aufgenommen haben. Und die Hörerinnen und Hörer wünschen es sich. Insofern. Ja, das freut mich. Sind wir wieder sehr froh, mit dir aufzunehmen. Ich glaube, jetzt aufzuholen, was seit November 2017 du alles gemacht hast in der Zwischenzeit, von irgendwelchen Auftritten bei Aktenzeichen XY, deinen eigenen Fernsehformat 2, glaube ich, inzwischen in der Zwischenzeit. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte mehrere, aber was heißt eigen? Also mehrere, wo ich mehrere Dinge getan habe. Ja. Oh Mann, ey. Jo. Das heißt, du bist schwerst beschäftigt nach wie vor, neben deinem eigentlichen Beruf, medial sehr präsent. Und das letzte Buch war Psychopathinnen, was du geschrieben hast. Genau. Ne? Jawohl, ja. Exakt, ja. Ich muss auch echt sagen, Mammutprojekt. Und irgendwie nach dem Buch ist vor dem Buch. Ne? Jetzt gucke ich gerade, ist noch geheim, aber ich bin am nächsten Projekt wie immer. Und was soll ich sagen? Es wird wirklich nicht weniger. Kann mich nicht beschweren, aber ist ja bei euch auch so. Ist doch toll, wenn man sein Hobby und seine Tätigkeit alles zusammen hat. Und ja, ist halt schön. Das macht ihr ja auch. Ja, also uns macht das auch natürlich Spaß und ist natürlich für all diejenigen, die deine Arbeit faszinierend finden und deine Bücher faszinierend finden, wahrscheinlich gerade sehr schön zu hören, dass es was Neues geben wird demnächst in diesem Theater. Jawohl. Aber wahrscheinlich dauert es auch ein bisschen, bis so ein Buch fertig ist komplett, ne? Genau. Wobei ich mache sowas immer in extrem harten Klausuren, wo ich dann wochenlang nicht ansprechbar bin, weil ich dann in jeder freien Minute einfach mich konzentriere und dann bam. Also ich bin nicht so der kontinuierliche Schreiber. Ich mache das dann eher in einem konzentrierten Zeitraum und dann ganz viel. Mhm. Genau, ja. aber Veröffentlichungsdatum oder sowas gibt es noch nicht, ne? Darf ich noch nicht sagen, aber ich werde es bestimmt bald auf allen Kanälen kundtun, wenn ich es darf. Sehr schön, dann kann man das nicht verpassen und ansonsten bis dahin kann man ja nochmal die in Anführungszeichen älteren Werke nochmal lesen. Jawohl. Und was wir heute miteinander besprechen wollen, ist ein Kriminalfall, wen wundert's? Und auch einer, der auch in Kombination mit dir häufiger gewünscht worden ist. Also Alexa, das hast du irgendwie, glaube ich, auch ein paar Mal zu hören gekriegt. Also ich kann nicht sagen, wie oft auf allen möglichen Kanälen dieser Mordfall, über den wir heute sprechen werden, der bis heute unaufgeklärt ist, gewünscht wurde. Mhm. Also dieser Black Dahlia Murder, der Mord an Elizabeth Short, über den wir heute sprechen, aus den 40er Jahren, scheint die Leute bis heute total zu faszinieren. Der hat aber auch irgendwie so alle Elemente, die es eben faszinierend machen können. Also Hollywood, irgendwie eine Frau, die versucht, ihr Glück zu finden und dann auf grausame Art und Weise ermordet wird. Es ist unaufgeklärt, es gibt alle möglichen Theorien. Also er hat eigentlich alles, was das Huxella-Crime-Hörerherz begehrt. Und wir sind total happy, dass wir das heute mit dir machen können, diese Folge. Cool. Ja, genau. Das ist tatsächlich auch ein Fall, auf den man sehr schnell stößt, wenn man sich für True Crime interessiert, weil der halt so unglaublich schon mythosartigen Charakter hat, fast wie Jack the Ripper, ne? Ja. Jo.
Vielleicht zum Einstieg eine Frage, die wir eigentlich zum Ende stellen wollten, aber die kann man ja auch mal zum Einstieg stellen. Aus deiner Sicht, du hast gerade schon Jack the Ripper genannt, Lydia, was übt denn die Faszination von Mordfällen aus, wo man den Täter am Ende nicht identifizieren konnte? Bisher vielleicht auch nie. Ja, es ist natürlich immer das ungelöste Rätsel, was dann unendlich viele weitere Gedankengänge auslöst. Das sieht man ja bei diesen ungeklärten Fällen, dass dann die Theorien oft immer wilder und auch abwegiger werden und es einfach unendlich viele davon gibt und dann gerne auch irgendwelche Verschwörungsannahmen noch mit reinspielen, wie bei Jack the Ripper, dass das alles nur eine Tarnung war, um davon abzulenken, dass der Kronprinz Albert ein Kind mit einer Prostituierten gezeugt hatte, das ist hier from hell. Also bis zu den wildesten Annahmen wird dann ja immer weiter gesponnen und ich glaube, das hält die Leute einfach auf Trab und natürlich ist dieses, wie kann ein solcher Täter damit davonkommen und wie kann es sein, dass der dann niemals identifiziert wurde und was ist aus dem geworden? Das sind so viele Gedanken, die ausgelöst werden und Gefühle. Ich glaube, das ist einfach, ja, bei so ungelösten Fällen ist das ein Dauerding, auch über Generationen sicherlich. Welche Fälle findest du faszinierender, aufgeklärte oder unaufgeklärte Fälle? Also faszinierend ist irgendwie das falsche Wort, weil ich sammle ja gerne im Sinne von, ich sammle ja immer Fälle, die sich ähneln und es ist für mich immer unbefriedigend, wenn ein Fall nicht aufgeklärt ist, weil ich dann den zwar in irgendeine Kategorie in meinem Kopf reintue, aber schon gerne mehr Infos über den Täter hätte, die ich natürlich nicht haben kann, wenn der nicht aufgeklärt wurde. Und das ist dann so, als würdest du quasi in deine Sammlung von irgendwas ein paar Teile reinsortieren, die einfach unvollständig sind. Das ist natürlich kein befriedigendes Gesamtbild für die Logik, die mich interessiert. Deswegen mag ich es nicht so gerne, wenn Fälle nicht aufgeklärt sind, weil die dann auch nicht genug Infos dann mir geben, sozusagen. Mhm. Das nervt mich dann auch. Also um genau zu sein, nervt es mich ein bisschen, ja. Das heißt also, wir werden auch heute in dieser Folge nicht die Auflösung dieses seit Jahrzehnten ungeklärten Mordfalls bieten können. Wir müssen dann auch an irgendeiner Stelle später im Verlauf dieses Gesprächs sagen, so ab hier kann man jetzt nur noch Vermutungen anstellen und vielleicht nach dem Ausschlussverfahren gewisse Dinge ad acta legen, aber mit Sicherheit sagen, was passiert ist, können wir auch nicht. Mhm. Aber wir können ja mal einsteigen und mal gucken, wie dieser Fall, also wie die Fakten, die wir vorliegen haben, sich so darbieten. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir das machen, weil das ist etwas, was insbesondere bei den Folgen mit dir, Lydia, immer wieder thematisiert wird. Und das kennst du selber auch aus Kommentaren, die dir begegnen. Mhm. Auch wenn das jetzt hier gleich ein eventuell lockerer Plausch werden wird und wir hier weil wir auch gut befreundet miteinander sind und seit vielen Jahren kennen und sehr viele Bälle zuschmeißen werden, ist uns allen, die wir hier reden, bewusst, dass wir hier über einen realen Mordfall sprechen. Wir reden hier über eine junge Frau, die umgebracht wurde. Trotz allem versuchen wir bei Huxilla Crime, das haben wir in der Vergangenheit so getan und wollen wir auch wieder so halten, nicht zu dramatisieren oder zu emotionalisieren, sondern, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, dein Job ist es, Lydia, tatsächlich Prävention im Wesentlichen zu betreiben. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich beruflich mit Straftätern, mit Menschen, die Gewalttaten bis hin zum Mord ausgeübt haben und dein Ansatz ist es, deswegen findest du wahrscheinlich, das wäre jetzt meine Hypothese, unaufgelöste Fälle auch nicht so spannend, aus den jeweiligen Fällen zu lernen, um irgendwann weiter zu kommen, um Prävention von Straftaten zu machen. Genau, und dafür ist ja die Logik so gut, die mich so fasziniert, dass man daraus eben die Prävention macht. Sonst wäre das ja alles sinnlos. Und ja, ich sage auch immer bei Vorträgen, wenn ich manchmal auch schwarzhumorige Elemente einbaue, dass ich manchmal das Gefühl habe, auch so leichter schwarzer Humor ist eine Coping-Strategie des Gehirns, um halt mit sehr schlimmen Dingen umzugehen. Ich kenne das halt auch von Rettungssanitätern und Polizisten und Gerichtsmedizinern. Also das ist aber nicht despektierlich gemeint, sondern wenn man jeden Tag mit sowas zu tun hat, dann muss man ja irgendwie auch, dann kann man nicht die ganze Zeit darüber trauern, sonst würde man ja den Job nicht mehr machen können. So. Natürlich weiß man trotzdem, wie schrecklich das ist. Nur wenn man das die ganze Zeit halt an sich ranlässt, dann ja, muss man diesen Job quittieren, den man dann macht. Deswegen würde ich sagen, ist das mit dem scheinbar lockeren Dahergeplaudere ist halt eher ein Symptom des alltäglichen Umgangs mit ziemlich schweren Themen. So würde ich es nennen, ja.
das einfach einmal vorab, das erspart uns allen wahrscheinlich wieder 15 ja. Kommentare. Das ist genau. So, also ja. Das wollte ich noch einmal herausstreichen. Aber Alex hat es gerade schon gesagt, steigen wir mal in die Details der Fälle ein. Und tatsächlich ist das ja ein Mordfall, der tatsächlich schon ein bis zwei oder auch, um es genau zu sagen, 72 Jahre her ist, über den wir hier reden. Und das heißt, wir reden über Elizabeth Short, die, da geht's schon los, vermutlich zwischen dem 14. oder 15. Januar 1947 ermordet wurde. Mhm. Und Lya, du hast dich ja eingelesen, du hast dir das alles angeschaut. Vielleicht magst du was noch mal zum Auffinden der Leiche erzählen? Genau, also sehr spannend war, dass diese Leiche vermutlich zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr an einem Morgen abgelegt wurde. Das ist ja jetzt durchaus eine Uhrzeit, wo Menschen schon auf Straßen unterwegs sind und nicht gerade 3 Uhr nachts. Ja. Wo man dann zunächst einmal direkt sagt, spannend, dass ein Täter sich traut an einer Straße, wo halt nun mal auch Leute und Autos vorbeikommen, wenn es auch damals noch nicht so viele Autos gab, aber ist nun mal klar, dass da Leute vorbeikommen, dass der um eine solche Uhrzeit dann sich entscheidet, so eine Leiche abzulegen. Und die Art der Positionierung weist offensichtlich darauf hin, dass der Täter sich gewünscht hat, dass diese Frau in dieser absolut erniedrigenden Art gefunden wird, womit er sowohl die Frau degradiert als auch die Kinder und die Menschen, die das dann zu sehen bekommen, schockiert und über die auch Macht ausübt. Also offensichtlich ein Täter, dem diese Positionierung der Leiche was bedeutet hat für seine persönlichen Motive. Und auch die Frage, wann ist sie überhaupt gestorben, finde ich sehr interessant. Es wurde gesagt, dass sie etwa 10 Stunden vor dem Auffinden gestorben sein dürfte. Wobei das nicht ganz einfach zu sichern ist, weil eine andere Hypothese ist, dass sie für eine gewisse Zeit gekühlt wurde. In einem Kühlschrank. Mhm. Und damit kann man natürlich den Todeszeitpunkt, die Bestimmung ziemlich stark manipulieren. Wenn also so ein Täter eventuell tatsächlich eine Form von Gefriertruhe hatte, in der er sie besonders in diesen zwei Teilen hätte aufbewahren können, in die er sie dann zerschnitten hat, dann ist die Frage, ob er vielleicht auch bewusst manipuliert hat, den Zeitpunkt, an dem sie dann zu Tode gekommen ist. Das heißt, die eine Hypothese ist, sie war eine Woche lang seine Gefangene oder irgendwann im Laufe der Woche, von der man halt nicht mehr so genau weiß, wann sie denn überhaupt verschwunden ist, irgendwann im Laufe dieser Woche könnte sie eben seine Gefangene geworden sein. Und wie lange hat er sie überhaupt gefangen gehalten? Und all diese Fragen lassen sich einfach nicht genau beantworten. Mhm. Ja, ja, man muss auch sagen, sie wurde ja in zwei Teile zerschnitten und zwar auf eine Art, von der damals der Gerichtsmediziner meinte, dass das nicht so ein wildes Zerhacken war, wie es manchmal bei Tätern vorkommt, die halt jemanden töten und dann denken, oh, wie werde ich denn jetzt diese große Leiche los und dann anfangen halt wild irgendwie den Körper auseinanderzunehmen in dem Versuch, den dann irgendwie besser zu transportieren. Also sehr oft werden Leichen zerteilt, nicht aus irgendeinem tiefsinnigen Grund, sondern schlicht und ergreifend, damit sie dann transportierbar sind. Aber in diesem Fall sah es halt eher so aus, als hätte er eine Fantasie umgesetzt. Zum Beispiel kann man das daran erkennen, dass normalerweise Menschen, die die Leiche besser transportieren wollen, dass die dann auch die Arme und Beine wegschneiden, um halt kleine Portionen zu haben, sozusagen zur Transportierungsmöglichkeit. Und das war ja in dem Fall nicht so. Und die Art, wie sie in der Mitte zerschnitten wurde, die wurde sogar als medizinisch-fachmännisch beschrieben. Und wenn die wirklich medizinisch-fachmännisch gewesen sein sollte, dann ist die Frage, ob hier ein ausgebildeter Mediziner oder Medizinstudent der Täter ist, weswegen man dann auch quasi alle Medizinstudenten der nahegelegenen Medizinfakultät erstmal durchgecheckt hat anschließend. Was natürlich nicht viel gebracht hat, weil wie will man dann unter so einer großen Stichprobe bitteschön bei Befragungen sozusagen den Richtigen erwischen? Das wäre schon sehr unwahrscheinlich in diesem Kontext. Aber jedenfalls, das hat natürlich zu der Annahme geführt, dass es sich um einen Chirurgen gehandelt haben könnte. Aber wobei ich mich da ganz ehrlich immer frage, also du hast natürlich gesagt, es gibt auch den anderen Fall, wo ein Täter einfach die Leiche zerhacken will, um sie besser transportieren zu können und dann halt bei Elizabeth Short eben diese ziemlich präzise Zerteilung. Ich frage mich aber trotzdem, ist es unbedingt notwendig,
dass jemand, um eine solche Zerteilung auf diese Art und Weise vorzunehmen, medizinisch ausgebildet ist, weil es ist ja nicht, es ging ja nicht darum, eine Operation durchzuführen, die der Patient überlebt, sondern es ging immer noch darum, eine Leiche, also vermutlich eine Leiche zu zerteilen, denn sie ist ja nicht bei lebendigem Leibe zerteilt worden, sondern posthum. Und da kommt es dann nicht einfach nur auf das Werkzeug an, also wenn du ein gut in Anführungsstrichen, also ein sehr präzises Werkzeug hast, kriegst du das dann nicht auch ohne medizinische Ausbildung hin? Also ehrlich gesagt ist das Problem, weil sie haben ja auch bei Jack the Ripper was von medizinischer Ausbildung faselt und das ist echt notwendig. Also man muss auch nicht mal Metzger sein, weil zum Beispiel, wenn Menschen auf dem Lande aufgewachsen sind, gerade früher, dann ist das für die relativ normal, Tiere zu zerteilen und ganz ehrlich, der schon mal bei der Zerteilung eines Schweins dabei war, der hat Grundkenntnisse, die er theoretisch auch bei der Zerteilung eines Menschen anwenden kann, jetzt mal so. Also von daher, es muss nicht immer der Metzger, der Ausgebildete oder geschweige denn der Chirurg oder der Mediziner sein. Es ging hier wohl darum, dass diese Art der des Aufschneidens an dieser Stelle, dass das eine bestimmte chirurgische Methode war oder einer chirurgischen Methode ähnelte, die damals verbreitet war, im Gegensatz zu heute. Zumindest habe ich diesen Hinweis irgendwo in der extrem umfassenden Literatur gefunden. Aber weil ich keine Medizinerin bin, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch eher sowas war wie, sieht das nicht so ähnlich aus wie? Und bam, also so wie bei Jack the Ripper mit, das muss ein Fachmann gewesen sein, muss er keineswegs. Wahrscheinlich wurde da auch sehr viel rein interpretiert, ob das jetzt wirklich so fachmännisch war. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch ein paar jüngere Interviews gesehen mit Medizinern, die diesen Fall sich nochmal angeguckt haben. Und ich habe zumindest welche gesehen, die gesagt haben, dass sie schon, wenn sie sich das genauer durchlesen, wie das beschrieben wird, der Meinung sind, dass da jemand eben, sagen wir mal, planvoll und kontrolliert vorgegangen ist und man schon durchaus einen Mediziner da mit in Betracht ziehen könnte für diese Art des Schnittes. Und vor allem muss der auch ein Werkzeug gehabt haben, also halt nicht einfach, ich sag mal, eine Axt, mit der man so wild losschneidet, sondern ein Werkzeug, was dann dafür auch in irgendeiner Form geeignet gewesen sein soll. Ja, der geht vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, die, also jetzt wird es tatsächlich nochmal einmal tief durchatmen, ein bisschen detailreicher. Also wir haben gerade schon gesagt, die ist quasi am Rumpf in zwei Hälften komplett durchgeteilt worden. Einfach, dass wir das noch einmal gesagt haben. Das heißt, es lagen da, wo man die Leiche gefunden hat. Übrigens in einer Wohnsiedlung quasi am Rande von Los Angeles. Ne? Also wir befinden uns in einem normalen Wohngebiet, ne? Ja. Wo gefunden wurde. Genau. Allerdings, damals waren da, glaube ich, noch nicht so viele Häuser wie heute. Genau, genau. Ja. Wenig bebaut, ja. Genau. Also einerseits die beiden Beine und die, sagen wir mal, noch ein Stück vom Rumpf, die man gefunden hat. Die Beine, so wie ich die Tat und Fotos gesehen haben, auch ein Stück weit, ja, obszön oder auch nicht, oder rituell gespreizt, sagen wir es mal so. Und davon entfernt und etwas versetzt dann der Oberkörper und die Arme in einer Position nach oben sozusagen drapiert. Das heißt, er hat nicht nur diese beiden Körperhälften auf diese Rasenfläche geworfen. Also man muss sich vorstellen, da war ein Wohngebiet, eine Straße und auf der anderen Seite war schon im Prinzip Rasen, weil man da die nächsten Häuser bauen wollte. Die waren aber noch nicht da. Auf dieser Rasenfläche hat er die Leiche abgelegt, der Mörder, und eben aber nicht Kofferraum auf, die beiden Sachen da hingeworfen, sondern so, wie er sie hingelegt hat. Du hast es gerade schon gesagt, das war planvoll. Also nicht nur das Zerteilen war planvoll, sondern auch die Positionierung der Leiche. Ne? Total. Deswegen war auch sehr schnell klar, dass da jemand eine Fantasie umsetzt und nicht einfach nur halt eine Leiche beseitigen will, sondern dass da schon eine tiefere Motivation dahinter steckt. Und dann gab es natürlich sehr viele Überlegungen, was denn genau diese Motivation sein könnte, die jemanden zu dieser absolut bizarren Art des Ablegens verleitet. Soweit ich weiß, waren ja auch ein paar der Innereien herausgenommen und unter ihr Gesäß gelegt. Ja. Und das ist ja schon alles nach einem bestimmten Plan, auch gerade eben, wie du schon richtig sagst, das Spreizen der Beine sehr weit auseinander, was natürlich so eine obszöne, erniedrigende Geste sein soll. Und die Frage ist auch diese Arme, warum die dann in dieser Form da liegen. Da kommen wir noch später zu, was es da für Thesen gibt, warum er gerade diese Art des Hinlegens interessant fand und speziell jetzt auch die Art des Schnittes neben dem Mund, der ja der ganz berühmte Punkt an diesem Fall ist, weil das wirklich eine ziemlich auffällige Sache war. Das nennt man es nochmal? Das Glasgow Smile, meine ich, ja. Glasgow, also wie beim Joker im Prinzip. Ja,
so leicht, was heißt leicht, also aufgeschnittene Mundwinkel im Prinzip. Also der Christopher Nolan Joker, muss man sagen, das ist so im ja. Film ja so inszeniert worden für alle, die es kennen. Und vielleicht noch der letzte Fakt, so wie es aussieht, ist die Leiche auch ausgeblutet lassen worden im Vorfeld. Auf jeden Fall, ja, mega interessant, weil jemand da offensichtlich auch den Raum und die Zeit hatte, um in dieser Art vorzugehen, weswegen man dann auch gesagt hat, entweder lebt er alleine oder er hat zumindest zu dem Zeitpunkt alleine gelebt, weil das war keine Sache von 10 Minuten, sondern der muss da schon sehr, sehr viel Zeit investiert haben, um wirklich diese Leiche ausbluten zu lassen und die dann auch zu waschen, also extrem sauber zu machen, wobei man da eher sagt, wahrscheinlich hat er damit versucht, Spuren zu verwischen, weil ihm schon so grundlegend klar war, dass man halt Spuren finden kann. Und das ist so ein Aspekt der planvollen Vorgehensweise. Und bei diesem Glasgow-Smile, das nennt man ja irgendwie so, weil es von Banden teilweise wohl benutzt wurde, um Menschen zu bestrafen. Ja. Also und ja, die Frage ist, hat er sich von so einer Geschichte inspirieren lassen oder war das einfach seine ganz persönliche Zielfantasie, aus welchen Ursprüngen auch immer? Und einige haben ja gesagt, vielleicht sollte es auch ihr Lächeln, sie war eine Person, die wohl sehr viel gelächelt hat, karikieren, in dieser Art von ihr ein Lächeln auf eine so grausame Art aufzuzwingen. Und es war auch die Frage, ob sie an dieser Verletzung letztendlich gestorben ist, durch den rapiden Blutverlust, durch diese heftigen Schnitte, die ja fast bis zu den Ohren gingen. Oder ob sie eventuell auch mitverblutet ist, während der Täter schon begonnen hat, sie in der Mitte zu zerteilen. Also es gab da wohl auch Indizien dafür, dass sie aus dieser Wunde auch noch geblutet hat, was sie nicht getan hätte, wenn sie schon tot gewesen wäre. Also ich habe da widersprüchliche Infos gehört, also und gelesen. Entweder lebte sie vielleicht noch am Anfang der Körperhälftenzerteilung oder halt nicht. Da habe ich keine hundertprozentige Sicherheit in den Quellen gefunden. Und auch interessant ist übrigens die sonstigen Spuren, von denen oft nicht so ganz explizit die Rede ist. Zum Beispiel, sie muss auf jeden Fall gefoltert worden sein. Sie hatte ja Spuren von Fesselungen an den Handgelenken, an den Fußgelenken und auch irgendwie am Nacken. Also sie muss auf irgendeine Art gefesselt gewesen sein und die Polizei hat angenommen, weil sie ja auch verschiedene Verletzungen hatte, Kratzer, Schnitte, die teilweise wahrscheinlich auch, während sie lebte, zugefügt wurden, dass sie da quasi an den Armen gefesselt in irgendeiner Position vielleicht stand und der Täter dann sie wirklich foltern konnte. Und was ich auch sehr bizarr fand und auch nur in wenigen Quellen gefunden habe, ist, dass sie scheinbar gezwungen wurde, von dem Täter Fäkalien zu essen. Die wurden nämlich in ihrem Magen gefunden. Ja, das ist ein Detail, was nur in ganz wenigen Quellen erwähnt wird. Und wenn das stimmt, dann sieht man ja, dass er sie sowohl körperlich als auch psychisch maximal gefoltert hat. Ja. Ja, und da vielleicht kommen wir, Vielleicht ganz kurz nochmal zur Todesursache, die im Autopsiebericht ja zum einen auf Verbluten, wie du gerade schon gesagt hast, also die Wunden im Gesicht, Verblutungsoption und es hat wahrscheinlich auch Schläge an den Kopf und ins Gesicht gegeben, die eventuell zu Hirnblutung oder also Schlagtrauma dann zum Tod geführt haben. Da ist der Autopsiebericht nicht ganz eindeutig, woran sie dann am Ende verstorben ist, aber das sind die beiden Punkte, die vielleicht auch in Kombination als Todesursache angegeben werden. Wohl, ja. Also das zeigt ja auch, welche Gewalt er ausgeübt hat, auf die Weise, ne? Ja. Eine Sache, die mich angesprungen hat, wir haben schon gesagt, es gab weitere Verletzungen, es ist ja offensichtlich auch eine Brust, glaube ich, sogar entfernt worden von ihr. Oder Teile davon. Teile davon zumindest. Es gab Schnitte über dem Schambereich, Schnitte im Oberschenkel und im Oberarm. Und du hast gerade schon gesagt, zum Teil innere Organe, die dann hinterher unter das Gesäß drapiert worden sind. Das hat mich ein Stück weit an das letzte Opfer von Jack the Ripper tatsächlich erinnert, in Teilen, in der Ausübung. Und wenn man denn dann der Hypothese folgen möchte, dass Jack the Ripper tatsächlich ein Serientäter war, der seine Opfer mit zunehmender Brutalität und dann auch hinter dem Umgang mit der Leiche behandelt hat, sage ich mal. Darüber haben wir ja auch schon mal gemeinsam gesprochen, dass es so eine Zielfantasie gibt und dass so ein Serienmörder mit jedem Mord sich dieser Zielfantasie nähert und dichter herankommt und dabei auch feststellt, was er kann, was für ihn erstrebenswert ist und was nicht. Ja. Dann war mein Gedanke, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, dass wir doch hier eigentlich
schon so etwas wie eine absolute Zielfantasie eines Serientäters haben, ohne aber die vorangegangene Morde zu haben. Das war so eine These, die mir sofort in den Kopf geschossen ist. Genau. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine? Ja, die These ist durchaus sehr schlüssig und davon gingen auch die Ermittler aus und haben deswegen auch gecheckt, ob es irgendwie andere Taten gibt, die so aussehen wie die Entwicklung hin zu dieser Tat oder auch danach. Also vielleicht noch weitere Nachfolgetaten. Ja. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien. Es gab irgendwelche anderen Tötungsdelikte, wo man gesagt hat, ja, da gab es irgendwie Parallelen. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Es gab also keine Parallelen, die jetzt hinreichend viele Übereinstimmungen hatten, um wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt sehr wahrscheinlich derselbe Täter. Das war das Problem. Ich meine, damals gab es ja auch nicht gerade wenig Tötungsdelikte, muss man sagen. Und da konnte man halt in allen möglichen Delikten ein bisschen was hier und ein bisschen was da vergleichend finden. Aber einfach diese klare Übereinstimmung, wie bei den Jack the Ripper-Taten, die hat man nicht gefunden, nicht wirklich. Also es gibt viele Hypothesen, was der sonst noch alles getan haben könnte. Aber so richtig sicher, schlüssig oder auch nur sehr wahrscheinlich hat man nichts eingrenzen können. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich tatsächlich auch Fälle kenne, wo man auch von dieser Art des Vorgehens absolut sicher annehmen könnte, dass man einen Serientäter hat. Und der hat aber keine entsprechenden Taten begangen. Ein Fall ist man sich ziemlich sicher aus Polen. Der ist hier in Deutschland ziemlich unbekannt. Da hat nämlich ein Mann eine Studentin, eine junge 22-Jährige, glaube ich, hat sie getötet und ihre Haut fachmännisch abgetrennt und sich daraus einen Körperanzug gebastelt wie der Typ aus dem Schweigen der Lämmer. Krass. Das war auch noch kurz, nachdem das Schweigen der Lämmer in die Kinos kam, weswegen man bis heute vermutet, dass das vielleicht bei ihm noch so ein letzter Auslöser war, dass er genau das dann besonders toll fand, sexuell und auch aus anderen Motiven heraus. Und man hat einen Tatverdächtigen relativ kürzlich tatsächlich festgenommen, bei dem eigentlich sich alle ziemlich sicher sind, dass der das wahrscheinlich gewesen sein wird. Und das Spannende ist, dass dieser Fall ist von 1999. Der Mann wurde festgenommen 2017. Oh. Und er hat kein Tötungsdelikt danach begangen. Obwohl diese Art der fachmännischen Art der Hautabtrennung und so weiter auch so bizarr und auf eine Fantasie hindeutet, dass man wirklich auch da hätte sagen können, naja, also jemand, der auf diese Art seine Fantasie umsetzt, wie soll der das in Zukunft im Griff haben? Interessanterweise hatte der das scheinbar so weit im Griff und da wurde auch viel darüber diskutiert, wie das sein kann, dass der dann einfach mal 18 Jahre nichts derartiges auch nur annähernd wiederholt hat. Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien, dass es nicht ganz so gelaufen ist, wie er das selber gehofft hat, dass diese Fantasie dann gar nicht so großartig war oder auch teilweise einfach die rationale Einsicht. Einmal mit sowas davon zu kommen, ist schon schwierig, aber es zu wiederholen erhöht natürlich immer noch das Risiko, erwischt zu werden. Und bei dem ist man am Ende dazu zu dem Schluss gekommen, dass bei dem einfach diese Kosten-Nutzen-Abwägung, wie viel Kick gibt mir das versus wie groß ist die Chance, erwischt zu werden, einfach gegen weitere Taten ausgefallen ist. Etwas, was man früher nie gedacht hätte. Man hat ja früher mal gesagt, wenn jemand so drauf ist und so ein potenzieller Serienmörder ist, dann wird er das immer weitermachen und nicht aufhören. Inzwischen wissen wir ja aber auch durch die wundervollen DNA-Tests, dass es haufenweise Menschen gibt, die wirklich Serienmorde mit vielen Opfern begangen haben und irgendwann einfach gesagt haben, so, ich werde jetzt zu alt dafür. Mhm. Ernsthaft. Hat man ja früher nie für möglich gehalten. DNA-Test sei Dank und den etwas sehr offenen Ermittlungsmethoden der USA, die hier in Europa, glaube ich, gegen diverse Rechte verstoßen würden, zum Beispiel die Familien-DNA-Datenbanken anzuzapfen und dann einfach die entfernten Verwandten der Täter zu finden über Ancestry.com und ähnliche Seiten. Mhm. Das war ja ein großes Thema und wie der auch sei. Das heißt, es ist nicht immer so, dass die Täter sozusagen immer kontinuierlich weitermachen und nur durch ihren Tod oder eine Haft gestoppt werden, was man ganz lange angenommen hat. Das ist einfach nicht so. Gerade bei dieser Studentin fand ich das sehr spannend und ein ähnlicher Punkt hier in Deutschland, der Fall des Tristan, des kleinen, also des 13-jährigen der wurde auch auf eine Art getötet, wo man auch sagen würde, da müssen aber heftigste sexuelle Fantasien definitiv eine Rolle gespielt haben. Da sind sich quasi schon alle einig, die da ein bisschen Ahnung von haben und da hätte man auch mit größter Wahrscheinlichkeit prognostiziert, dass so ein Täter weitermacht. Es sind bis heute aber keine Fälle bekannt, die in einem eindeutigen Zusammenhang dazu stehen würden. Also es kann sehr gut sein, dass dieser Täter das nie wieder gemacht hat. Ähnlich wie
eben der Täter bei dieser Studentin. Also zurück zur Black Dahlia. Es kann verschiedene Gründe geben, warum auch ein Täter, der potenziell viele Aspekte eines potenziellen Serienmörders aufweist, sich aus irgendeinem Grund dennoch entscheiden kann, einfach nicht weiterzumachen. Ja. Was mir jetzt gerade noch, als du das geschildert hast, durch den Kopf geschossen ist, wäre die Vermutung oder die Frage, ob es auch sein kann, in manchen Fällen, dass jemand, der seine Fantasie auf diese Art und Weise sich selbst erfüllt, manchmal auch so genau diese Fantasie umsetzt in dem einen Fall, in dem er das tut, dass er sozusagen dadurch eine Befriedigung erfährt und einfach nicht das Verlangen hat, das nochmal zu machen? Oder ist das eher etwas, das nicht so eine Rolle spielt? Also das ist genau die Frage. Man würde ja einerseits sagen, gerade bei diesen von sexuellen Tötungsfantasien getriebenen Tätern, dass die eigentlich typischerweise dadurch auffallen, dass sie halt nicht aufhören können, weil es einfach viel zu befriedigend ist und das gesamte Belohnungszentrum im Gehirn so gekickt wird, wie halt bei einer heftigen positiven Drogendosis, wo einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die Person sagt, diesen Kick brauche ich wieder. Aber wir können echt nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die halt aus welchen Gründen auch immer davon Abstand nehmen oder die einfach auch ambivalent sind, bezogen auf ihre Tat. Zum Beispiel der Mann, von dem in Polen doch stark davon ausgegangen wird, dass er die Studentin getötet hat, der war dafür bekannt, dass er in den Jahren darauf den totalen Religionstrip gefahren hat und einfach ständig in der Kirche war und gebetet hat, so nach dem Motto, er hat versucht, irgendwie seine Schuld zu relativieren. Das war also tatsächlich kein typisch psychopathischer Täter, dem einfach alles egal ist, sondern das war jemand, der irgendwie hin und her gerissen war zwischen dieser Fantasie, die er ausgelebt hat und wahrscheinlich auch der Befriedigung und gleichzeitig aber einem gewissen Schuldempfinden. Das ist eher ungewöhnlich, aber gibt's. Naja, auf jeden Fall gibt es viele Gründe, warum so jemand aufhören könnte. Bei dem Black Dahlia-Täter würde ich aber nicht denken, dass er so einen Schuldtrip gefahren hat, weil dafür hat offensichtlich viel zu sehr genossen, wie sehr er sie erniedrigt hat. Ja. Und das heißt, er hat sie erniedrigen wollen, wahrscheinlich, weil er Rationalisierung dafür hat und weil er wahrscheinlich so drauf ist nach dem Motto, Frauen sind sowieso böse und solche Frauen erst recht. Also diese Abwertungen, die solche Täter auch gerne für sich nutzen, um dann ihr Opfer ganz besonders auch für sich zu degradieren. Deswegen glaube ich nicht, dass er ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Aber es kann ja wirklich sein, dass der der Meinung war, das war die perfekte Tat, so nach dem Motto, ich habe das perfekte Werk geschaffen und das wird mir vielleicht nicht wieder gelingen, also lasse ich es. Ich meine, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Wenn man es statistisch betrachtet, ist das nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist auch nicht komplett auszuschließen. Was ich daran faszinierend finde, ist nochmal ein Beleg dafür, wie wichtig es ist, diese Fälle intensiv und genau anzuschauen und sich auch intensiv mit den Tätern zu beschäftigen. Denn was ich jetzt getan habe, ist mit halbgaren Wissen eine Hypothese in den Raum zu stellen, die erstmal sehr plausibel klingt, ein Stereotyp befriedigt eines Serienmörders und einen Vergleich herstellt, der nachvollziehbar ist mit Jack the Ripper. Und dann merkt man wieder, dass natürlich deine Beschäftigung mit dem Thema einfach viel intensiver ist und dass man sagt, ja, das kann man nachvollziehen, aber die Realität ist dann wie so oft viel komplexer und auch die Täterpsyche ist dann offensichtlich viel, viel, viel komplexer und dass es dann so viele Spielarten gibt. Und man kann sich immer noch darüber streiten, ob das einen Täter weniger schlimm macht, dass der nach einem Mord sagt, oh je, mache ich nicht nochmal wieder. Darum geht's gar nicht. Auch das will ich nochmal anmerken, weil das sind die nächsten 20 Kommentare, die wir kriegen. Ja. Hier geht es nicht darum, ethisch, moralisch den Täter, der nur einmal mordet, besser zu finden als den Täter, der 20 Mal mordet. Ja. Aber es ist halt, um generell Täter zu finden, in der Fahndung, das heißt da, wo man sich dann damit beschäftigt, wer könnte der Täter sein, als natürlich auch in der Prävention, eben ganz wichtig zu wissen, aus welchen Gründen, aus welchen Motiven bringt jemand anderes um, foltert ihn oder wie hier, zerstückelt ihn. Und das sind alles keine Wertungen, die wir hier vornehmen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil nicht, dass man jetzt sagt, ach ja, der arme polnische Junge, da kann da ja gar nichts für. Darum geht's nicht. Nein. Ja. Es ist immer genau so selbstverständlich für mich, dass das eben keine Entschuldigung und Relativierung sein sollen. Ich bin mal froh, wenn man das nochmal dreimal betont, weil das offensichtlich nicht immer so offensichtlich ist für Leute, auch wenn es für uns wahrscheinlich offensichtlich ist, dass wir damit niemanden entschuldigen wollen. Ja, genau. Jo. Aber spannend, also hochspannend. Das heißt, ich kann meine Hypothese schon wieder in die Tonne treten und werde wahrscheinlich auch nicht beitragen, den echten Mörder zu finden. Vielleicht sagen wir nochmal ein paar Dinge,
Zum Opfer ganz kurz, zur Biografie von Elizabeth Short, denn du hast schon einmal so einen Halbsatz anklingen lassen, dass die Person Elizabeth Short oder so wie sie gelebt hat, für den Täter auch eine Art Rechtfertigung hätte sein können. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob du das machen möchtest. Also um genau zu sein, gibt es ja viele Spekulationen über ihr Leben und um genau zu sein, auch hier ist schwer, der Mythos von echten Fakten zu trennen. Also quasi unmöglich, um genau zu sein. Weil es gab ganz schlimme, auch von der Presse sehr stark verbreitete Thesen, was sie denn angeblich für eine unmoralische gewesen sein soll. Wir reden ja von den 40ern, als nicht jungfräulich in die Ehe zu gehen quasi schon ein Verbrechen war. Ja. Und in der Zeit wurde sie dann auch wirklich arg diskreditiert. Sie sei ein Flittchen gewesen und hätte dann für ein Essen mit Typen gepennt oder was auch immer. Und mit großer Wahrscheinlichkeit war das nicht der Fall, weil die vielen, vielen Männer, die sie gedatet haben, haben alle unabhängig voneinander übereinstimmend gesagt, dass sie eher enttäuscht waren, weil sie tatsächlich mit denen zwar essen gegangen ist und sich nett unterhalten hat, aber immer wenn die gerne ein bisschen mehr wollten, hat die gesagt, nein, danke. Und deswegen haben die sich dann gedacht, ja, dann halt nicht nochmal essen gehen. Und dementsprechend sieht es eher so aus, als haben sie keineswegs so einen Lebenswandel geführt, wie er ihr dann später von der Presse unterstellt worden ist. Allerdings war sie schon jemand, der sehr rastlos jahrelang durch die Gegend zog und der durchaus auch Menschen so ein bisschen manipuliert hat. Jetzt nicht nur die Männer, mit denen sie sicherlich geflirtet hat, um ihnen gewisse Hoffnungen zu suggerieren, die sie dann nicht erfüllt hat, sondern sie hat zum Beispiel dann einmal auch bei einer Familie gewohnt, wo die Frau sie aufgenommen hat, weil die Frau sie in einem 24-Stunden-Kino gefunden hat, weil sie gerade mal wieder keine Kohle hatte, die Elizabeth, weil so stetige Arbeiten waren nicht so ihr Ding irgendwie. Deswegen hat sie dann in diesem Kino übernachtet und eine Mitarbeiterin des Kinos hatte dann Mitleid mit ihr und hat sie bei sich aufgenommen und hat dann später sich so ein bisschen darüber beschwert, dass die Elizabeth da ein paar Wochen lang den ganzen Tag lange ausgeschlafen hat, so ein bisschen sich hübsch gemacht hat und abends Party gemacht hat und sich einfach mal in keinster Weise beteiligt hat am Einkommen der Familie, die sie großzügig aufgenommen hat. Also die war da vielleicht auch so ein bisschen gedankenlos, naiv, kindisch, sag ich. Und so wird sie auch beschrieben, wie eigentlich eine sehr kindliche und vielleicht auch nicht immer so ganz über die Konsequenzen ihres Handelns nachdenkliche Person, die dann halt gemerkt hat, sie sieht gut aus, sie lächelt nett und dafür sind Menschen dann auch nett zu ihr. Und ja, das hat sie dann halt genutzt. Sie hat ja auch dann sich von Männern gerne irgendwelche Dinge spendieren lassen, stets diese Hoffnungen schürend, die sie aber scheinbar nicht wirklich umgesetzt hat dann. Ja. Das heißt also, sie hat sehr, sehr oft verschiedene Männer gedatet, hatte, wenn Affären, dann eher so flüchtige Affären, die dann aus dem einen oder anderen Grund nicht weiter funktioniert haben. Ja. Das macht natürlich auch, wenn man jetzt bei den Ermittlungen dazu übergehen wollte, den Grund für ihren Tod irgendwo in der Biografie zu suchen und den Täter irgendwo in ihrem persönlichen Umfeld, ist wahnsinnig schwer, ne? Weil da die Auswahl wahrscheinlich relativ groß ist. Ein absoluter Ermittlungsalbtraum, wirklich. Der Worst Case für einen Ermittler, eine Frau, die quasi jeden Tag mit diversen fremden Menschen ins Gespräch kommt und eine Anzahl von hunderten fremder Leute in den letzten Jahren mal hier und mal da irgendwo auf eine Limo oder einen Kaffee oder ein Abendessen getroffen hat. Also die hätten quasi, so viele Verdächtige kann man gar nicht durchchecken, wie sie hätten finden müssen. Das war so ein bisschen das Hauptproblem und dass es auch immer so ein bisschen unklar war, mit wem sie denn mehr oder weniger zu tun hatte. Also das war auch schwer zu klären. Man konnte halt nur sagen, dass sie definitiv nicht immer mit diesen Männern ins Bett gegangen ist und dass viele von denen deswegen so ein bisschen enttäuscht waren. Und sie hatte auch unter anderem Stress mit einem Typen, der auch dann später einer der Verdächtigen war. Der hieß Mark Hansen und war so ein Nachtclubbesitzer, der halt Mädels, die keine Kohle hatten, bei sich hat übernachten lassen, allerdings gegen die Erwartung, dass die ihm dann sexuell irgendwie gefällig sein sollten. Mhm. Und die Elizabeth war eine derjenigen, die das einfach komplett abgelehnt hat, weswegen der die auch rausgeschmissen hat, dann kam sie aber wieder, dann hat er sie wieder einziehen lassen, weil er dachte, vielleicht klappt es ja diesmal und so wie die Geschichte erzählt wird, hat sie aber bis zum Ende ihn abgelehnt, sexuell und deswegen hatten die so eine etwas on-off-mäßige, das war keine Beziehung, sondern mehr so eine Art bekanntschaftlich-freundschaftliche Zweckgemeinschaft oder so, ja. Mhm. Aber jedenfalls ist das Problem wirklich, dass
niemand weiß, mit wie vielen Menschen sie wie enge Kontakte hatte. Und sie war wohl auch immer mal hier und mal da in einen Typen verliebt und dann wieder nicht. Und sie scheint auch nicht immer ganz ehrlich gewesen zu sein. Also sie hat wohl auch vielen Leuten verschiedene Geschichten über sich erzählt, die nicht stimmten. Zum Beispiel hat sie wohl manchen Leuten erzählt, dass sie mal verheiratet gewesen sei. Dabei war sie tatsächlich zwar verlobt mit einem Mann im Krieg, der dann auf tragische Weise, nachdem eigentlich schon die ganze Kriegsnummer vorbei war, dann bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist, auf Heimweg quasi. Aber sie war nicht verheiratet. Oder sie hat auch gesagt, sie hätte ein Kind gehabt, das gestorben wäre, und das stimmte gar nicht. Also man muss schon sagen, die hat echt auch Menschen manipuliert, so auch mit Sympathie und allem. Und durch diese Geschichten, die sie selber über sich erfunden hat, wurde die Aufklärung natürlich auch nicht leichter, weil man irgendwann gar nicht mehr wusste, welche Storys wurden von anderen erfunden, welche wurden von ihr erfunden und was stimmte überhaupt in diesem Gesamtbild. Also deswegen wird man das wohl nie erfahren, was eigentlich die echte Geschichte ist, zumindest in den Details. Wobei wir jetzt an der Stelle einmal sagen müssen, dass es zumindest eine Person gab, mit dem sie, sagen wir mal, Sexual Relations, würden die Amis jetzt sagen, hatte. Ja. Robert M. Manley, der ja verheiratet war und tatsächlich der Letzte war, mit dem sie lebend gesehen wurde unter Zeugen. Und da haben sie ja schon gemeinsam die Nacht in einem Motel oder Hotel verbracht. Ja, aber allerdings, aber getrennt in Sessel und Bett, ne, oder sowas. Ja, der Manley hat gesagt, sie hätten sich beide nicht ausgezogen, und er hat gesagt, er hätte gerne mit ihr mal ein bisschen mehr gemacht, aber sie hätte keine Lust gehabt, sondern sie hätten sich da auch, naja, das würde zumindest zu dem passen, was all die anderen ehemaligen Dates gesagt haben, dass sie immer die Leute so ein bisschen flirtend angetörnt hat, aber dann doch nicht irgendwie sich sexuell da mit denen einlassen wollte. Und er hat gesagt, sie hat dann in dem Hotelzimmer ganz klar gemacht, dass sie sich nicht ausziehen wird. Und dann hätten sie halt nebeneinander gepennt, was natürlich eine Schutzbehauptung sein kann eines verheirateten Ehemannes, keine Frage. Ja. Allerdings in dem Kontext der vielen, vielen anderen Männer, die ganz was Ähnliches erzählt haben, ist das schon wieder gar nicht so komplett unglaubwürdig, ne? Mhm. Okay, da habe ich eine andere Quelle gelesen, das ist gut, dass du es nochmal einordnest, aber ja, okay. Auch hier spannend. Gibt es wirklich zu fast jedem Sachverhalt drei verschiedene Versionen. Das macht die Sache echt nicht leicht. Ja. Das heißt, wir wissen zumindest, dass sie sehr viele Menschen gekannt hat, wir können aber weniger über ihre, wie sagt man denn das dazu, privaten Umstände mit diesen Menschen sagen, vielleicht formuliere ich es mal so. Nichtsdestoweniger, was mir auch noch aufgefallen ist, es scheint ja nicht nur Folterung, ich komme nochmal auf den Autopsiebericht zurückgegeben zu haben, sondern es gibt ja zumindest die Vermutung, dass auch eine Vergewaltigung vorgelegen hat. Ja, tatsächlich, genau. Eine anale Vergewaltigung, genau. Das wäre jetzt der Punkt gewesen, den ich noch zitieren wollte. Also da scheint ja schon, der Mörder scheint auch tatsächlich sexuelle Handlungen im Sinne von, ob jetzt anal normal ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber also, es ging nicht nur um Schneiden, Töten, Schlitzen, sondern es gab auch noch einen sexuellen Akt tatsächlich. Offensichtlich. Scheinbar, ja, genau. Also übrigens, normal ist ein großes Wort. Ich glaube, sehr viele haben Analverkehr, aber Analverkehr mit einvernehmlichen Partnern ist eine andere Nummer als eine Vergewaltigung, offenkundig. Klar. Ja, und sicherlich wurde sie von diesem Täter vergewaltigt, wobei das in dem Kontext ich auch gelesen hatte von der auch sehr stark diskutierten Hypothese, ob ihre Geschlechtsorgane jetzt unterdurchschnittlich ausgeprägt waren oder nicht. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört, die Hypothese, ja. Und ich habe ungefähr die Hälfte der Quellen sagt, ja, das stimmt, und die andere Hälfte sagt, das war nur so ein Mythos, der von der Zeitung erfunden wurde. Also im Prinzip keine Ahnung. Also die Quellen sind extrem widersprüchlich, was dieses Detail angeht. Wobei ich tatsächlich eher dazu neige zu vermuten, dass das nicht der Fall war, weil ich glaube, das ist wieder so ein bizarres Detail, das irgendwer dann in irgendeinem Kontext dazu erfunden hatte, vielleicht um zu begründen, dass sie doch keinen Sex mit diesen Männern hatte oder was auch immer. Aber das war nicht ganz unwesentlich, weil die Frage war, hat er sie vielleicht anal vergewaltigt, der Täter, weil er keine vaginale sexuelle Handlung vornehmen konnte aufgrund einer unterentwickelten, ne, Funktionsfähigkeit, oder ist das jetzt ein Anzeichen von besonderer Erniedrigung? Was auch wieder interessant wäre in dem Kontext, dass er sie scheinbar gezwungen hat, Fäkalien zu essen. Hm. Ja. Also ist das eine Erniedrigungs-, Schmerzzufügungs-Folter-Geschichte. Würde dieser Hergang der Tat
auch ein Resultat sein können, eben genau dieses Verhaltens, was wir gerade beschrieben haben, also dieses, die Männer anflirten, ein bisschen hinhalten und dann, wenn es drauf ankommt, vielleicht doch einen Rückzieher machen und dann eben nicht mit ihnen ins Bett gehen. Kann das, wenn sie damit an den Falschen, sprich an den möglichen Täter gerät, eben genau so eine Tat herausfordern? Naja, herausfordern ist ein großes Wort, aber triggern, ne? Auslösen vielleicht, sicher. Gehen wir jetzt alle davon aus, also auch alle, die ich jemals dazu gelesen habe, die auch von Ermittlungsbehörden sich damit beschäftigt haben, waren schon der Meinung, dass da jemand ist, der auch prinzipiell natürlich ein Problem mit Frauen hat und Frauen hasst, denn diese Art von Tätern haben das immer. Ne? Das ist dann biografisch unterschiedlich hergeleitet, aber wenn das jemand ist, der prinzipiell eine schwierige Beziehung zu Frauen hat und da auch viele Wutgefühle empfindet und die auch noch mit sexualisierten Tötungsfantasien gekoppelt sind, dann ist natürlich möglich, dass eine Frau, die mit ihren Reizen spielt, dass das für ihn ein Auslöser ist, um zu sagen, die hat es jetzt verdient, weil sie ist eine von diesen Frauen, die mich sowieso kränken und mir wehtun. Also ich wollte jetzt übrigens nicht, bevor das in den Kommentaren zu der Folge dann aufplöppt, nicht den alten Mythos von, wenn du nicht vergewaltigt werden willst, brauchst du auch keinen Minirock zu tragen, wieder aufwärmen. Also das auf gar keinen Fall. Also das mal völlig unbenommen. Wir haben es hier wirklich mit einem Verbrechen zu tun. Wir haben es hier mit einem Täter zu tun, der wirklich eine Eskalation einer Tat quasi vorgenommen hat und einem absoluten Sonderfall. Also über den wir hier gerade sprechen. Voll. Und ich wollte sagen, aber tatsächlich muss man schon gucken, welche auslösende Situation könnte eine Rolle gespielt haben. Warum hat er gerade sie gewählt? Sicherlich hat er sie auch gewählt, weil sie leicht Kontakt zu Fremden gesucht hat. Das ist ja auch einer der Gründe dafür, warum zum Beispiel Prostituierte häufiger mal Verbrechensopfer werden, auch von Vergewaltigern, auch von Mördern, weil die halt Kontakte zu fremden Personen aufnehmen in einer Art, wo der Täter weiß, dass man nicht unbedingt eine Verbindung zwischen ihm und dem Opfer herstellen wird. Und das war leider natürlich in ihrem Fall so, dass das für einen Täter, der sie vielleicht erst an einem bestimmten Abend kennenlernt und dann entführt, wäre das eine sehr, sehr einfache Situation gewesen, ohne dass er in irgendeine Verbindung zu ihr hätte gebracht werden können. Und dass sie aber diese Art des Verhaltens gegenüber Männern hatte, kann man natürlich nicht ausschließen, dass das ein besonderer Anreiz war. Also der Anreiz, unter anderem denke ich daran auch, weil der Täter hat später mit der Polizei korrespondiert. Das war sie sicher, dass er das ist, weil er ja Dinge von ihr verschickt hat. Also so, da konnte man dann sagen, das ist kein Trittbrettfahrer. Und der hat sich teilweise The Black Dahlia Avenger genannt. Also der Black Dahlia Rächer. Interessant, warum nennt er sich Rächer? Ja. Also wenn Täter sich bestimmte Namen geben, so wie der BTK, der Bind-Torture-Kill-Mörder Dennis Rader, der hat sich ja so genannt wegen dem Fesseln, Foltern, Töten, weil das seine Zielfantasie war und er sie so zusammengefasst hat und die auch natürlich gruselig rüberkommt, was er natürlich auch wollte. Und warum nennt er sich Rächer? Das zeigt ja schon, dass in seiner Motivation Rache irgendwie mit hineinschwingt, so sehr, dass er selbst seine Selbstbezeichnung mit dieser Motivation in Verbindung bringt. Also wofür rächt er sich? Dafür, dass Frauen ihn ablehnen? Dafür, dass irgendeine Frau oder mehrere Frauen ihm was angetan haben, ist natürlich nicht schwer darauf zu kommen, dass da irgend so ein Zusammenhang mit bestehen kann. Ja, und da wäre natürlich diese junge Frau ein auch psychologisch gar nicht mal so abwegiges Opfer. Ja, ja. Du hast es gerade schon gesagt, jetzt ist natürlich die Tatsache, wir haben hier einen Einzelmord zunächst mal, so müssen wir ihn betrachten, sicherlich in der Positionierung der Leiche, in der Ausübung der Tat, sehr speziell. Aber ich habe es gesagt, das Ganze ist jetzt schon 72 Jahre her und wir machen in einem Podcast gerade eine ganze Episode zu diesem Thema. Es war ja dann nicht nur so, dass das, was wir bisher beschrieben haben, besonders war an diesem Fall, sondern du hast es gerade jetzt schon angedeutet, es ging dann ja weiter. Zunächst mal war der Mordfall etwas, was die Menschen bewegt, das über 2 Monate ging das in den Zeitungen rauf und runter, dieser Mordfall. Es war also immer Headline News. Und dann gab es, du hast gerade schon angedeutet, auch noch Briefe vom Mörder an die Polizei letztendlich in Päckchen. Vielleicht führst du das noch kurz aus, weil das ist die nächste Besonderheit natürlich in diesem Fall. Also es ist ja spannend, dass er mehrere Sachen geschickt hat. Er hätte ja auch nur eine schicken müssen, um zu belegen, dass er wirklich der Täter ist. Aber er hat ihr Geburtszertifikat, ihre Social Security Number, also die Karte ihrer Sozialversicherung und Fotos und auch
ein Abholbeleg für einen Koffer, den sie irgendwo, ich glaube, an der Bahnstation abgegeben hat. Also eine ganze Packung von ihren Sachen hat er dann einfach mal der Polizei geschickt. Wo man sich so denken könnte, ist ja interessant, warum behält er denn keine Trophäe? Vielleicht hat er aber auch nur ein, zwei Trophäen behalten und sich gesagt, den anderen Quatsch brauche ich gar nicht. Ja. Und umso mehr ich davon rumliegen habe, umso größer ist die Chance, dass vielleicht doch mal einer irgendwas davon irgendwie aus dem Hut zaubert. Also es gibt sicherlich nichts Auffälligeres, als wenn irgendwelche Freunde oder Verwandte in deiner Wohnung plötzlich den Personalausweis der toten Elizabeth Short finden. Ja, also möglicherweise hat er sich auch schlicht und ergreifend pragmatisch der Sachen entledigt, von denen er wusste, dass sie ihm am ehesten zu Verhängnis werden könnten. Und sie glaube ich, vorher auch noch gereinigt irgendwie, ne? Mit Benzin. Ja, das ist auch clever. Da sieht man mal, dass er so wie das Waschen der Leiche auch das mit dem Benzin, mit den Gegenständen alles getan hat, weil er sich schon in irgendeiner Form beschäftigt hat damit, was könnten denn die Ermittler genau machen, um dann dem zuvorzukommen. Das hat er gar nicht mal so schlecht gemacht, muss man sagen. Die haben wohl teilweise noch irgendwo einen Teilfingerabdruck gefunden, aber den konnten sie dann keinem zuordnen. Ja. Und auch da wieder für mich so eine leichte Parallelität zu Jack the Ripper, wo es ja immerhin dann eine Niere gegeben hat, die an die Polizei geschickt worden ist damals. Und auch die Briefe von Jack the Ripper an die Polizei. Also auch hier nochmal so eine Parallele zumindest, auch wenn sie sich anders darstellt. Natürlich, aber auch da hat es bei mir geklingelt, als ich das gelesen habe zumindest. Fand ich einfach nur interessant. Ja, das stimmt. Es gibt ja gar nicht so selten diese Täter, die Briefe schreiben. Das hat der Bind Torture Kill auch gemacht. Einer von denen, mit denen ich mich echt intensiver beschäftigt habe, weil der so viele spannende Facetten hat. Auf jeden Fall, wir sollten über den mal eine Folge machen. Ja. Das können wir auch nochmal machen. Bitte, ja. Bitte. Auf jeden Fall. Der Zodiac Killer ja scheinbar auch, ne? Ja, also die narzisstischen, die beweisen wollen, dass sie mächtiger sind als die Polizei und die auch gleichzeitig die Aufmerksamkeit wollen und dadurch auch Macht ausüben und sich ganz toll finden, weil die ganze Nation jetzt vor ihnen Angst hat quasi. Da sind ja ganz viele Machtkomponenten dabei auf vielen Ebenen. Die machen das halt. Und interessant ist aber hier, der Jack the Ripper, der war ja doch ein etwas unkontrollierterer Typ. Also allein die Tatsache, dass er auf offener Straße in einem sehr, sehr dicht besiedelten Wohngebiet Leute getötet hat, also der hatte wirklich deutlich mehr Glück als Verstand im wahrsten Sinne des Wortes, weil da liefen halt auch nachts unendlich viele Leute rum. Das war also echt sehr, sehr riskant. So riskant ist ja der Dahlia-Mörder nicht vorgegangen. Der muss sie auf irgendeine planvolle Art in einen Raum gelockt haben, wo er dann seine Ruhe hatte. Also das hat der Ripper dann zwar bei der letzten Frau gemacht, also sie in einem Zimmer dann getötet, weil ihm offensichtlich aufgefallen ist, dass es ihn ein bisschen nervte, dass er ständig so wenig Zeit hatte, weil da die ganze Zeit Leute rumliefen. Nochmal eine kurze Frage, Abwehrverletzungen hatte sie nicht, ne? Ich überlege gerade. Müsste ich nämlich auch nochmal nachgucken. Nee, ich meine nämlich auch, also. Sie haben es zumindest nicht erwähnt, also wenn erwähnt, dann könnte das ja heißen, sie hatte keine. Ich meine, er kann sie ja in irgendeiner Form überwältigt haben. Vielleicht auch mit einer vorgehaltenen Waffe. Ich meine, in den USA hatte ja schon immer jeder eine Waffe, also so gefühlt. Und von daher, er kann sie in irgendeiner Form dazu gebracht haben, sich fesseln zu lassen. Das hat der Bind Torture Kill Mörder nämlich auch getan. Der hat immer eine Waffe gezogen und dann gesagt, hier, ich will nur irgendwas Bestimmtes, sie ausrauben oder sonst was. Und in dem Moment, wo die Person gefesselt ist, kann sie natürlich keine Abwehrverletzungen mehr zeigen, weil sie dann unter Kontrolle ist. Und ich wollte noch sagen, dass Jack the Ripper aber immerhin 4 ziemlich knapp nur davongekommene Taten begehen musste, bis er dann auf den Trichter kam, sich sozusagen einen abgeschlossenen Raum zu suchen. Und bei dem Dahlia-Mörder ist halt die Frage, ob der auch so eine Evolution gemacht hat, würde ich gar nicht mal denken, weil dafür ist er viel zu zwanghaft und planvoll. Jemand, der klug genug ist, um sowohl diese Leiche so sauber zu machen und die Beweisstücke so sauber zu machen. Und er sich ganz genau überlegt, wie und wann er die transportiert und ablegt. Das ist jemand, der sich verdammt viele Gedanken macht. Und übrigens dagegen, also im Gegensatz dazu war Jack the Ripper mehr so der chaotische Typ. Das war kein super kluger, planvoller, zwanghafter. Naja. Das heißt, wenn wir so eine Art Profile anlegen wollen würden, würde man schon mal sagen, durch die Briefe sicherlich narzisstische Persönlichkeitsstruktur, sagen wir es dann mal so. Du sagst eher zwanghaft, sehr planvoll und vielleicht auch insofern dann keine Impulstat, die sich spontan so ergeben hat, abends auf der Straße, sondern wahrscheinlich hat er sich auch längere Zeit ein Opfer ausgeguckt, könnte ich mir vorstellen, wenn man es dann so durchgestylt, geplant dann stattfindet.
Davon würde ich mal ausgehen, weil da der sich halt überhaupt nicht chaotisch verhalten hat, sondern wirklich sehr überlegt und sehr logisch in einem gewissen Rahmen, würde ich auch nicht denken, dass das jemand ist, der halt sauer ist und durchdreht, sondern dass das der jemand ist, der sich schon Gedanken gemacht hat, wie könnte er denn so eine Fantasie umsetzen. Und warum auch immer, ob er an diesem Abend dann oder Tag gesagt hat, heute finde ich die richtige, oder ob einfach ein Date mit der Beth dann dazu geführt hat, dass ihr Teasing aber nicht weitergehen, dann in ihm den Impuls gesetzt hat zu sagen, okay, das ist jetzt genau so eine Frau, die mich immer schon auf die Palme gebracht haben und die ist jetzt fällig. So im Gedankengang des Täters. Das ist natürlich schwer zu sagen. Jetzt haben wir eine Vielzahl von möglichen Verdächtigen, einen Albtraum von Ermittlungen, wie du vorhin gesagt hast. Und bis heute verrückte, mehr oder weniger verrückte und unbelegbare Theorien, die immer wieder auch in Form von Büchern auftauchen und die Menschen beschäftigen und sozusagen das die Erinnerung auch an den Fall wachhalten. Wie geht man da jetzt am besten vor? Greift man sich jetzt, also wenn wir das jetzt hier besprechen, aus dieser Fülle von Verdächtigen und Ermittlungs- oder Persons of Interest ein paar raus? Oder besprechen wir mal eine Theorie, die ziemlich bekannt geworden ist und auch in Dokus immer wieder angesprochen wird? Ich versuche jetzt gerade, dass wir so ein bisschen den Fall versuchen zusammenzufassen, weil wir natürlich jetzt allein über die Verdächtigen und über die Ermittlungen wahrscheinlich noch 5 Stunden sprechen könnten, denke ich. Oh ja, definitiv. Ja, wir müssen das eingrenzen auf die am meisten diskutierten, weil es gab wirklich eine unendliche Vielzahl von Theorien und viele davon waren so absurd, dass man sie auch wirklich nicht weiter thematisieren muss. Eine interessante Theorie, die ich auch direkt mal dismissen möchte, ist halt, wie bei allen unglaublich spannenden und bizarren Fällen, gab es auch hier jemanden, der das Ganze mit Satanismus in Verbindung gebracht hat. Dazu hatten wir ja schon mal eine Folge. Gefühlt in jedem krassen US-Fall kommt irgendwer vorbei und sagt, das waren Satanisten. Und natürlich war es auch in diesem Fall so. Um genau zu sein, gab es da diese Frau, die ein Buch geschrieben hat über ihren Vater und sie hatte eine Therapie gemacht und ihre Kindheit war wohl nicht so toll und sie hat dann gemeint, dass sie mit dieser berühmten Recovered Memory Therapie, also wo man dann scheinbar Erinnerungen wieder entdeckt, wo man aber die nach der aktuellen Forschungslage eher der Meinung ist, dass man da Erinnerungen erschafft an Dinge, die häufig so oder auch gar nicht so und oder nicht auf diese Art abgelaufen sind. Auch oft, indem der Therapeut, der diese Sitzung dann leitet, auch suggestive Fragen stellt, ne? Ja, genau. Ich meine, natürlich merkt das dann der Betroffene nicht, aber das war leider eine ganz große Nummer in den USA. Und diese Frau hat dann gemeint, durch so eine Recovered Memory Therapie hätte sie plötzlich Erinnerungen daran, wie ihr Vater, der wohl auch noch Satanist war und alles andere, wie der dann sie hat zusehen lassen, wie er die Elizabeth Short und noch diverse andere Menschen getötet habe. Und darüber hat sie dann ein Buch geschrieben. Und irgendwann ist sie aber dann auch an einer Überdosis gestorben. Die Dame, die hatte wohl auch einige psychische Schwierigkeiten. Und von daher ist das zum Beispiel eine der Theorien, die man so ziemlich ausräumen kann. Denn außer sehr abstrakten Assoziationen hat die aber auch nichts zum Fall sagen können, was jetzt auf irgendein eindeutiges Wissen, was jemand, der mit der Tat wirklich zu tun hatte, hingewiesen hätte. Also nichts derartiges konnte sie aufweisen. Von daher ist die Sache schon mal quasi ad acta und durch, auch wenn sie da zumindest ein Buch zu veröffentlicht hat, die Dame. Genau. Das finde ich spannend, dass diese Dame, diese Betreffende, da sozusagen auch ihren eigenen Vater mit ins Spiel gebracht hat. Weil einen ähnlichen Fall haben wir ja in einer anderen Theorie, wo der Sohn eines dann von ihm zum Verdächtigen gemachten Arztes auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob er Chirurg war, aber Arztes auf jeden Fall, Mediziners, dann ein Buch darüber geschrieben hat, dass sein Vater wohl die Black Dahlia ermordet hat. Also die Rede ist vom Los Angeles Homicide Detective auch noch, Steve Hodell, der dann seinen Vater posthum ins Spiel gebracht hat. Genau. Ja, der ist auch spannend. Mit dem habe ich mich jetzt echt länger beschäftigt. Meine Güte, das war aufwendig, weil zu dem findet man viel, weil der halt jetzt emeritiert ist und sehr viel Zeit dafür hat, das in verschiedensten Formaten alles zu erzählen. Ja. Und genau, also ich wollte noch sagen, die Dame, die dieses eine Buch geschrieben hat, mit dem mein Vater war ein satanistischer Serienkiller, die hieß Janice Knowlton. Und ihr Buch hieß auch wirklich Daddy Was the Black Dahlia Killer. Also da bleiben keine Fragen offen schon beim Titel. Und ja, der
Herr Hodell Junior, Steve Hodell, ne? Mhm. Genau, Steve hat eine ganz spannende, umfassende Geschichte, die ich mir auch wirklich in allen Details reingezogen habe, dazu, wie er darauf kommt, dass sein Vater das getan haben könnte. Ja. Und ich sage direkt vorab, ich würde es nicht ausschließen, aber leider ist er definitiv verdammt weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Was leider auch sein kann, wenn jemand irgendwie auf seine alten Tage die geballten Traumatisierungen seiner Ursprungsfamilie aufarbeitet, dass dann möglicherweise die tiefe Vertiefung in diese Gesamtthematik dazu führt, dass das plötzlich viel, viel mehr hineininterpretiert wird. Also selbst wenn der Vater, der George Hodell, das gewesen sein soll, so glaube ich trotzdem, dass der Steve Hodell sich so dermaßen übermäßig da hineingesteigert hat, dass seine letzten Theorien, die ich gehört habe, einfach quasi totaler Schwachsinn sind, muss ich so sagen. Also das Krasseste, was ich gesehen habe, war ein Interview von ihm, wo er im Prinzip sagt, dass sein Vater ein Serienmörder war, der wirklich ganz viele, viele, viele Menschen, nicht nur in den USA, sondern im Ausland, überall getötet habe. Und fast jeder ungeklärte Fall mit irgendeiner Frau wird von ihm in Verbindung gebracht mit seinem Vater. Also das ist ein bisschen too much. Ja, ja. Und auch, er glaubt sogar, dass sein Vater der Zodiac war. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil... das hatte ich jetzt noch nicht gehört, okay. Also dieses eine Interview, da war der so far away, dass ich mir dachte, Alter, der braucht mal einen Urlaub und muss mal kurz ein bisschen vielleicht da runterkommen von diesem Trip, weil ich glaube, der hat sich da so emotional reingesteigert. Sein Vater war zweifelsohne ein schwieriger Mensch und er hatte sicher auch keine gute Kindheit, der junge Mann und seine Geschwister, aber ich glaube wirklich, dass der dann nur noch selektiv überall seinen Vater gesehen hat. Das ist so eine Übersteigerung, selektive Wahrnehmung, so wie wenn Schwangere überall Kinderwagen sehen. Ne? Also als ich dann gehört habe, wie er ernsthaft versucht hat zu erklären, dass er wirklich für möglich hält, dass sein Vater nebenbei auch noch die Zodiac-Serie begangen hat, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen too much. Aber mal ganz prinzipiell, selbst wenn dieser arme Mann sich jetzt durch die intensive Auseinandersetzung mit den düsteren Seiten seines Vaters, von denen definitiv welche vorhanden waren, jetzt ein bisschen zu sehr emotional da reingesteigert hat, biografisch, könnte es tatsächlich sein, dass der George Hodell das gewesen ist, denn er war zumindest nachweislich einer der Verdächtigen. Ja, das Dumme ist genau, nur, ein ganz entscheidender Punkt, ja. Ja, also es ist keine Einbildung, dass der Verdächtig gewesen hätte sein können, sondern die haben da wirklich auch mit einem gewissen Aufwand die Polizei ihn auch sich angeschaut. Allerdings, er war einer von verdammt vielen. Ich glaube, die hatten 27 Hauptverdächtige. Hauptverdächtige? Das zeigt, glaube ich, wie absolut unklar war, in welche Richtung man ermitteln musste. Und deswegen, also einer von 27 Hauptverdächtigen zu sein, grenzt jetzt nun die Wahrscheinlichkeit nicht arg ein, dass er das jetzt gewesen sein soll, im Gegensatz zu weiß Gott wem sonst noch. Aber der George Hodell war wirklich ein Mensch, der sicherlich psychisch auffällig war und der einige Persönlichkeitskomponenten hatte, die durchaus ins Bild passen könnten. Auch wenn ich alles mit Vorsicht genieße, weil die Hauptinformationsquelle nun mal sein Sohn ist und der hat sich da, wie gesagt, echt ein bisschen arg hineingesteigert. Aber naja gut, der Sohn sagt, er wäre darauf gekommen, weil als sein Vater gestorben ist, hätte die damalige Ehefrau des Vaters, mit der er zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre verheiratet war, der ist, glaube ich, mit 91 gestorben, hat Anfang 60 diese Ehefrau geheiratet und die war deutlich jünger als er, auch interessant. Die hat dann dem Steve gesagt, hier sind noch Fotoalben, willst du die haben? Und dann hat der Steve in einem Fotoalbum ein uraltes Bild gefunden, aus den 40ern, von einer Frau, von der er meint, es könnte die Black Dahlia gewesen sein. Und er behauptet, dass dieses Foto zu sehen bei ihm so ausgelöst hätte, den Gedankengang, hey, Moment mal, ist das etwa die Elizabeth Short? Wenn die das wäre, würde mein Vater die kennen. Und sein Vater war halt in Hollywood ein Partylöwe, also jemand, die ganzen Connections hatte zu allen Leuten aus Kunst und Polizei und Wirtschaft, also so halt ein reicher Partytyp. Und wenn die Elizabeth eine junge Dame ist, die gerne auf Partys geht und gerne einflussreiche Leute kennenlernen möchte, weil sie Schauspielerin werden möchte, das ist ja so die These, dann wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass sein Vater ihr begegnet sein könnte. Ja. Wobei belegt ist es nicht, ne, dass die beiden sich gekannt haben. Und um genau zu sein, nicht nur, dass es nicht belegt ist, sondern die letzte ganz vernünftige Analyse, die ich dazu gesehen habe, war, die haben eine Gesichtsabmessspezialistin gefragt. Und es gibt ja einige Fotos von Elizabeth Short und diese zwei Fotos von dieser Frau. Die hat gesagt, dass sie mit 80%iger Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, dass es sich um Elizabeth Short handelt. Ja. Also können wir davon ausgehen, dass es widerlegt. Und als der Polizist, der Steve Hodell, der dann damit konfrontiert wurde, dass das Ausgangs
Foto, das ihn überhaupt zu dieser ganzen Überlegung gebracht hat, mit größter Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht die Elizabeth Short darstellt, da hat er gesagt, naja, aber der Rest könnte ja trotzdem stimmen. Womit er natürlich auch nicht komplett unrecht hat, wenn man sagen muss, wenn der erste Punkt schon falsch ist, warum sollten dann alle anderen zutreffen? Nun muss man aber sagen, er hat sich ja nicht eingebildet, dass sein Vater nun mal ein Verdächtiger war. Mhm. Einiges an dem Vater passt wirklich ins Bild. Also es ist wirklich nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, weil der Vater, der war mehrfach verheiratet, der hatte irgendwie 11 Kinder von 5 Frauen und hatte definitiv ein ziemliches Problem mit Frauen und Beziehungen und Sexualität und Narzissmus. Und da hätten wir schon einige Übereinstimmungen mit dem sicherlich, also mit dem Killer, der sicherlich auch Probleme mit Frauen, Beziehungen, Narzissmus und Sexualität hatte. Also zumindest sagen, Persönlichkeit und Motivation wären jetzt nicht komplett weit weg in diesem Fall. Ja. Ja. Aber natürlich gibt es auch unendlich viele andere Menschen mit ähnlichen Persönlichkeiten, die auch nicht automatisch Killer werden. Also man kann jetzt auch nicht direkt sagen, das ist jetzt ein ziemlich deutlicher Punkt, an dem man jetzt festmachen könnte, dass er gerade der Täter wäre. Nur hatte der Herr Hodell Senior zu dem Zeitpunkt eben gerade seine, ich weiß gar nicht, war das seine erste oder zweite Ehe, er war auf jeden Fall gerade verheiratet mit der Mutter des Steve. Und Steve und seine zwei Brüder und die Mutter und der George lebten in so einer sehr fürstlichen Villa mitten in Hollywood. Mhm. Und der George Hodell, der war nämlich nicht Chirurg, aber der hatte während seines Medizinstudiums, der war ja Mediziner, hatte der definitiv auch Chirurgie gelernt. Und es heißt, er sei da recht begabt gewesen. Also zumindest hätte er da schon mal die Skills gelernt. Und er hat dann zu dem Zeitpunkt gearbeitet in einer Klinik für Geschlechtskrankheiten. Was sehr praktisch war in Hollywood, weil er dadurch ganz genau wusste, wer in Hollywood welche Geschlechtskrankheiten hat und was wohl ein sicherer Vorteil war, wenn man irgendwie strategisch mit Leuten über irgendwelche Dinge verhandeln wollte. Und so hat er natürlich auch echt viele Stars und einflussreiche Leute kennengelernt, die einfach zur Behandlung ihrer Geschlechtserkrankung zu ihm gekommen sind. Das war also strategisch ein ziemlich cleverer Job. Und jedenfalls der Steve Hodell, der hat gesagt, dass er nachweisen könne, dass er das recherchiert habe, dass er mit seiner Mutter und seinen Brüdern zu der Zeit, als die Elizabeth Short ermordet wurde, auf irgendeiner Reise bei Verwandten war. Ja. Dementsprechend der Vater also zumindest das Haus für sich hatte. Ja. Und auch sehr spooky ist, dass er sagt, er habe sogar Belege gefunden, Quittungen, weil der Vater hat wohl ziemlich viele Unterlagen immer behalten, dass der Vater zu der Zeit in dem Haus auch irgendwelche Umbauarbeiten gemacht hat und deswegen unter anderem Zement in Säcken gekauft hat. Jetzt wurde die Elizabeth Short offensichtlich in Zementsäcken transportiert, die dann auch am Tatort gefunden wurden. Ja. Und wenn er so sagt, also zu dem Zeitpunkt war mein Vater sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, 1 oder 2 Wochen komplett allein in dem Haus. Wir hatten da auf jeden Fall, sagte der auch, eine Badewanne oder so einen Raum auch, wo man auf jeden Fall diese Zerteilung hätte durchführen können. Wir hatten nachweislich zu der Zeit Zementsäcke zu Hause. So, also das sind schon so Sachen, wo man sagen müsste, puh, also was kommt schon ein bisschen was zusammen. Krass so. Und wir wissen auch definitiv, dass der George Hodell ein sehr gewalttätiger Mensch war, der ein ziemliches Problem mit Frauen hatte. Der muss nämlich seine Mutter total gehasst haben. Das haben wohl auch viele ausgesagt, die ihn kannten. Weil er nämlich als einziges Kind seiner Mutter, von der schon sehr früh so zum Wunderknaben à la Mozart dressiert wurde. Der musste dann auch halt immer so als Klaviergenie von der vorgeführt werden. Der durfte zum Beispiel nicht mit den anderen Jungs draußen irgendwie spielen, weil sie immer gemeint hat, du könntest ja deine Finger verletzen und die brauchen wir noch. Und der hatte wohl echt ein super schwieriges Verhältnis zu seiner extrem dominanten Mutter. Auf jeden Fall war er auch gewalttätig gegenüber seinen Partnerinnen. Also der Steve Hodell sagt, dass er später erst erfahren hat von seiner Mutter und auch von seiner Schwester und auch von anderen Menschen, dass der auf jeden Fall, der George, seine Ehefrau geschlagen hat, also Streit auch voll ausgerastet ist, also ein definitiv Frauen gegenüber gewalttätiger Mann mit krassen Wutanfällen so. Und die Mutter habe immer versucht, halt ihre Kinder da so ein bisschen vor zu schützen, dass sie das nicht so mitkriegen. Aber sie hätte dann schon ihm auch gesagt, ihrem Sohn später, als er erwachsen war, dass das schon sehr belastend war. Und der George Hodell war definitiv ein sexuell vielseitig interessierter Mann, der eindeutig sehr sexuell aktiv war mit vielen Frauen und der auch scheinbar, dafür gibt es wohl auch recht plausible Belege, auf BDSM-Praktiken stand.
Mhm. Und unter anderem gibt es da halt ein Tonband, das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, die Polizei, weil die den hinreichend verdächtig fanden, haben die den ja einfach mal irgendwie 30 Tage lang abgehört. Völlig verrückt. Und das ist krass so, da mit der damaligen Technik. Ja. Ne? Ja. Die haben den irgendwie zu einer Befragung eingeladen und währenddessen ist da so ein Team rein in diese Villa und hat einfach alles verwanzt. Großartig. Und dann haben da rund um die Uhr Polizisten ein paar Meter weiter in so einem Kabuff gesessen und einfach alles aufgezeichnet und mitgeschrieben. Ganz spooky. Und während dieser umfassenden Aufzeichnungen, die leider im Original verschwunden sind, aber die Transkriptionen sind noch da, da sind auf jeden Fall Szenen, wo man hört, wie er mit verschiedenen Frauen Sex hat, wie er auch offensichtlich den Frauen Schmerzen zufügt, also die auch schlägt, vielleicht auch auspeitscht, wo die auch schreien und Schmerzen haben, wo man so sagen kann, wie einvernehmlich das jetzt war, ist teilweise schwer zu erkennen, wohl anhand dieser Tonbandaufnahmen, aber man kann sagen, er fand Gewaltausübung sexuell erregend und er war nicht jemand, der vernunftorientiert einvernehmlichen BDSM lebte, sondern er war jemand, der auch Frauen abwertend und auch in Partnerschaften gewalttätig war, also gegenüber aufgetreten ist. Der hatte also schon einige Eigenschaften eines eher gefährlichen Sadisten. Und wegen Pädophilie ja auch angeklagt worden. Inzest, ne? Inzest auch. Genau. Und wobei man dazu sagen muss, ich glaube, dass das eher, wenn das so gelaufen sein sollte, wie es dann da berichtet wurde von seiner Tochter, könnte das auch ein sogenannter Ersatzhandlungstäter sein, weil ja knapp weniger als die Hälfte aller Missbrauchstäter haben wirklich eine pädophile Veranlagung im Sinne von einer sexuellen starken Erregbarkeit bezogen auf Kinderkörper, sondern viele, also ein bisschen mehr als die Hälfte wird geschätzt, haben eigentlich prinzipiell keine starke Erregbarkeit auf Kinderkörper, sondern nutzen halt eine minderjährige Person als Ersatz für eine sexuelle und emotionale und sonstige Befriedigung, die sie gerade mit einer erwachsenen Person nicht empfinden. Ah, das kann halt eine Form auch von Macht sein. Ich habe sehr viele Leute in Behandlung, die in diese Täterkategorie fallen, sind häufig Väter oder Stiefväter oder auch Großvater auch schon dabei zwischendurch. Und die müssen nicht unbedingt sexuell prinzipiell erregbar sein durch Kinder. Und das passt für mich insofern ganz gut. Diese Tochter ist nicht mit ihm aufgewachsen. Die ist aus so einer kurzzeitigen Sexromanze entstanden. Also die war jetzt nicht wirklich viel mit ihm zusammen in ihrer Kindheit. Allerdings hat sie ihn dann in den Ferien besucht. Und sie hat gesagt, dass er, wenn ich das richtig verstanden habe, als sie 11 Jahre alt war, begonnen hätte, sie aufzufordern, an ihm Oralverkehr auszuüben. Mhm. Wobei sie natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, was er da eigentlich von ihr wollte. Und er ihr erklärt habe, das sei aber ganz normal zwischen Tochter und Vater. Und so diese Altersspanne 11, 12, 13 ist häufig die Altersspanne, wo so ein innerfamiliärer Missbrauch durch Ersatzhandlungstäter beginnt, weil die in diesem Alter beginnen, sich einzureden, dass dann die Tochter oder Enkelin oder Stieftochter, dass die jetzt langsam eine Frau werde. Hm. Was natürlich eine komplett verzerrte Wahrnehmung ist, was aber bei diesen sogenannten Ersatzhandlungstätern häufig der Fall ist. Also man sieht sehr häufig, dass der Missbrauch irgendwo zwischen 11 und 13 losgeht. Wobei er, glaube ich, dann letzten Endes nicht schuldig gesprochen wurde. Ne? Oh ja, naja gut. Das war aber ja eine gut. Zeit, wo man, das ist, das war also diese ganze Gerichtsnummer, soweit ich das recherchieren konnte, war ein Witz. Weil zur damaligen Zeit sein Vater wegen Missbrauch anzuzeigen, war eh schwierig. Ja. Und alle Familienangehörigen haben gegen sie ausgesagt, was wohl aber eher darauf zurückzuführen war, was auch der Sohn sagt, der Steve O'Dell, das wäre der George ins Gefängnis gegangen, hätten die alle ihre hauptfinanzielle Ressource. Ah, ja. Ich meine, die hatten alle verdammt viel zu verlieren. Nicht nur die Familie, sondern eine Menge mehr. Und von daher ist es extrem wenig verwunderlich, dass dann alle so gesagt haben, nee, das kann nicht gewesen sein. Nur, wie diese Frau das schildert, und an dieser Stelle sei erwähnt, dass der Steve ihr hundertprozentig glaubt, das ist sehr authentisch, dass der Vater mit 11 sie eben aufgefordert hätte, jetzt hier Oralverkehr an ihm durchzuführen und ihr erklärt hätte, dass das ganz normal wäre und so eine Geste der Zuneigung zwischen Vater und Kind und so und dass er sie immer weiter missbraucht hätte bis zum Geschlechtsverkehr, also so eine graduelle Missbrauchsgeschichte. Und das würde für mich auch insofern zu ihm passen, das war ja ein Mann, der wirklich keine gesunden Beziehungen, wahrscheinlich prinzipiell zu Menschen, aber schon mal gar nicht zu Frauen hatte. Sondern diese Beziehungen waren immer von Machtgefälle und Gewalt geprägt, auch in seinen Partnerschaften.
Und für ihn kann das so eine Mischung aus Macht und narzisstischer Aufwertung sein, seine eigene Tochter zu missbrauchen. Dass er sozusagen sagt, sie gehört ja mir. So. Und dass er sie dann als ein Objekt, um seine Macht auszuleben, dann auch für seine narzisstischen, sexualisierten Größenideen verwendet hat. Das würde auf jeden Fall ins Bild passen. Und zur damaligen Zeit war solche Vorwürfe zu machen nun wirklich sehr ungewöhnlich. Das war keine Sache, von der man jetzt irgendwie in den Medien wusste, dass es irgendwie häufig Missbrauch gäbe zwischen Vätern und Töchtern. Ja. Das war jetzt echt nicht so bekannt wie heutzutage, dass solche Phänomene existieren. Deswegen, ich glaube, dass das absolut ins Bild passt. Ja. Und sie beschreibt das auch sehr vernünftig, also wie sie das erlebt hat und wie sehr sie auch selber sich gewundert hat, dass ihr keiner glaubt, weil sie gar nicht wusste, wie sie sich sowas hätte ausdenken können. Mm, und man muss dazu sagen, sie hat gesagt, dass sie ja abgehauen ist mit 14 und ihn angezeigt hat und er hätte ja auch Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt und mit 15 hat sie halt ein Kind geboren und den Vater nie angegeben. Naja, da kann man ja auch spekulieren, wer da wohl der Vater war. Ja, schon, also wirklich übel. Ja, also dass der George ein vielfältig persönlichkeitsauffälliger Mensch war, das ist sicherlich fraglos so. Eine Sache, die Steve Hodell, also der Sohn, noch anführt, ist, das bezieht sich wieder auf diese Abhörgeschichten, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, dass nämlich auf einem Transkript der Satz auftaucht, ja, wenn ich die Black Dahlia ermordet hätte, dann könnte man es jetzt gar nicht mehr nachweisen. Ja, genau. Weil meine Sekretärin nicht mehr lebt. So ähnlich war das da zu hören. Und da hieß es dann immer, das würde ja niemand sagen, der diesen Mord nicht begangen hätte. Nee, das kann ich leider so nicht unterschreiben, auch wenn das natürlich super ins Bild passt. Und wie gesagt, der Narzissmus, die Bindungsstörung, der sexuelle Sadismus, die Gewaltaffinität, das sind schon Sachen, wo man sagt, puh, das sind schon ziemliche Red Flags. Und wenn er dann auch noch, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause war und so, dann man kann halt einfach die Punkte aufaddieren und sagen, das ist nicht so unwahrscheinlich, was der Steve hier selektiv sich zusammengesucht hat, weil vieles davon, die Gewalt, die Missbrauchsgeschichte, auch ob der jetzt zu dem Zeitpunkt allein war, das kann man ja prüfen. Das sind ja Dinge, die einfach subjektiv in der Erinnerung sind. Und dieser Satz, den hat er allerdings in einem Kontext gesagt, gegenüber einem Kumpel, also der war sicherlich auch der George Hodell in irgendwelche zwielichtigen Geschäfte verwickelt. Ja, das war zur damaligen Zeit wohl auch gar nicht so ungewöhnlich, dass da halt verschiedene Leute miteinander verschiedene zwielichtige Geschäfte machten, wobei das meint jetzt halt eher so Kriminalität, vielleicht auch mal irgendwelche Substanzen handeln oder so. Ja. Das meint jetzt natürlich keine, ich weiß nicht, Menschenopfer oder Serienmorde, wo dann immer die Satanismus-Verschwörungstheorie hingeht. Aber er hat wörtlich gesagt, angenommen, ich hätte die schwarze Dahlia getötet, sie könnten es jetzt nicht beweisen, sie können nicht mehr mit meiner Sekretärin sprechen, weil sie tot ist. Und das Problem ist, George Hodell war hundertprozentig ein ziemlich narzisstischer Charakter. Und Narzissten geben gerne an und manipulieren andere. Und es kann auch genauso gut sein, dass er seinem Kollegen auch einfach nur ein bisschen Angst machen wollte, sage ich mal. Also das kann genauso gut so eine fiese Machtangebenummer sein, um den anderen jetzt so ein bisschen zu verängstigen. So nach dem Motto, was? Kann es sein, dass er das gemacht hat? So. Leider passt das auch für so einen Narzissten durchaus ins Bild, selbst wenn er nicht der Täter war. Es gibt ja auch genug Menschen, die irgendwelche Taten gestehen, die sie gar nicht begangen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und gerade die bei den sensationellsten Fällen, also die medienträchtigsten Fälle, da melden sich ja regelmäßig irgendwelche Leute, die sagen, ich war es. Weil sie dadurch ihren kurzen Moment Fame bekommen oder meinen zu bekommen. Und dementsprechend, da der George Hodell sicherlich immer schon gerne angegeben hat. Er hat zum Beispiel, das sieht man auch, er hat immer den Leuten erzählt, er hätte einen IQ von 186 und das sei ein Punkt mehr als Einstein. Das war so seine Standardgeschichte. Es hat nie irgendwer überprüft, ob es stimmt. Ey, ich habe auch Klienten, die kommen rein und erzählen mir was von ihrem IQ von 140 und ich sage dann, ja, lassen Sie uns einen IQ-Test machen. Ach nein, danke, ich habe meine Lesebrille vergessen. Bla. Also nur weil jemand, der wird schon nicht doof gewesen sein, aber der hatte sicherlich auch immer gerne noch ein bisschen einen draufgesetzt. Und leider könnte dieser Satz hier auch einfach nur so eine Angebemanipulationsnummer sein. Der Satz für sich genommen, der belegt leider nicht so viel, wie es Steve Hodell gerne hätte. Ja. Der Steve meint, das ist ein Geständnis. Ja. Muss nicht. Muss einfach. Also das kann man jetzt reicht nicht aus. Einfach. Nee. Ja. Natürlich denkt man so, warum ist seine Sekretärin jetzt tot? Ja. Der Steve Hodell glaubt, dass sein Vater die getötet hätte. Ja. Weil nämlich die Sekretärin an einer Substanzüberdosis gestorben ist.
Und der Steve ist der Meinung, dass sein Vater ihr die verabreicht hat. Allerdings, wie gerade schon erwähnt, also mit Substanzen so ein bisschen freizügig umzugehen, gerade auch so Amphetamine und Kokain und ähnliches, war zur damaligen Zeit jetzt leider überhaupt nicht selten. Mhm. Und auch gerade bei Leuten, die an Medizin rankamen beruflich, war das einfach nicht so ungewöhnlich, da auch mal so ein bisschen, ne, andere Leute mit zu versorgen. Und von daher kann es genauso gut sein, naja, dass sie halt nun mal auch an etwas gestorben ist, woran damals echt nicht wenige Leute gestorben sind. Also der Steve Odell ist sich sicher, sein Vater hätte sie extra beseitigt. Aber naja. Also man hat im Prinzip ja Spekulationen, vielleicht auch Dinge, die ihn in den Kreis der Verdächtigen rücken. Er ist ja auch untersucht worden, aber letzten Endes nichts, was wirklich ausreichen würde, um vor Gericht etwas belegen zu können. Ja. Also insofern eine ganz schwierige Theorie, weil immer, also wenn man das so hört und auch wir haben ja viele Dokus geguckt über den Fall und wenn das dann so aufgedröselt wird, man ist erst dazu verführt zu sagen, ach Mensch, und bei der Persönlichkeitsstruktur, das passt so ins Bild, dann nehmen wir doch mal an, dass das irgendwie dann passt und auch wenn es nie belegt worden ist, ist da bestimmt irgendwas dran. Aber so kann man halt in einem solchen Fall nicht argumentieren, sondern man kann eben nur mit Fakten argumentieren. Ja, also ich meine, man könnte natürlich sowas auf jeden Fall als Indiz nehmen, wenn der jetzt immer noch leben würde und wir könnten die Zeit kurz zurückdrehen und mit den heutigen Ermittlungsmethoden sich den nochmal genauer durchleuchten. Dann wäre das vielleicht sinnvoll, aber nur auf diesen Indizien hin zu sagen, der war das mit größter Wahrscheinlichkeit, ist einfach leider falsch. Und es gibt alle möglichen Fälle, wo irgendwer total hauptverdächtig ist und sich hinterher doch rausstellt, dass es ganz anders war. Ich denke da gerade an einen Fall, den ich mal mitbekommen habe, jedenfalls, da wurde halt ein Kind getötet und man hat erstmal so das komplette geografische Umfeld durchgecheckt, was denn da für Sexualstraftäter wohnen. Jetzt war das in einem sozioökonomisch nicht so schönen Viertel und da fiel dann auf, dass da ziemlich viele vorbestrafte Sexualstraftäter rumrannten. Von denen auch nicht wenige so vom, sagen wir mal, sexuellen Interesse her durchaus hätten passen können zu einem Täter, der dieses Kind interessant gefunden hätte. Und dann stellte sich viele Jahre später raus, dass einfach jemand komplett anderes war, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und der überhaupt keine Vorstrafen in die Richtung hatte. Aber es gab so viele potenzielle Verdächtige, wo alle gesagt haben, also von diesen vielen Menschen, die da durchaus hier und da Persönlichkeitseigenschaften haben, die ins Bild passen könnten, da wird es schon einer gewesen sein, war keiner. Ja. Also nur Wahrscheinlichkeiten helfen nicht weiter. Eben zumal ja, ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt nicht so 100% informiert, aber hatte Kalifornien zu der Zeit in den 40er Jahren noch die Todesstrafe? Ich vermute fast, ja. Also ich glaube auch. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber wenn natürlich so etwas droht wie die Todesstrafe, die so unwiderruflich dann wirklich dem Leben des Verdächtigen ein Ende setzt oder des angeblich überführten Täters und dann hinterher stellt sich raus, er war es gar nicht. Und es gibt ja wirklich in den USA Menschen, die in im Todestrakt sitzen und tatsächlich dann stellt sich irgendwie raus, sie sind unschuldig. Also insofern muss man natürlich mit solchen Dingen immer wahnsinnig vorsichtig sein. Oh ja. Du hast vorhin aber angesprochen, das finde ich ein ganz interessanter Punkt, die Menschen, die dann bei solchen Fällen, erst recht, wenn sie so durch die Medien gehen, behaupten, der Täter zu sein, auch wenn sie es gar nicht sind. Da würde ja jeder normale Mensch sagen, um Himmels Willen, ich bin immer froh, wenn ich nicht irgendwie in den Dunstkreis der Verdächtigung gerate. Warum sollte jemand sich also hinstellen und dann irgendwie der Polizei gegenüber angeben, er hätte den Mord begangen, wenn er das nicht irgendwie, ja, wenn er da nicht irgendwie etwas für sich Positives daraus ziehen würde? Ja, also um genau zu sein, gibt es ja verschiedene Arten von Falschgeständnissen. Da möchte ich auch sehr gerne, um da mal so ein paar auch polizeiliche Fehlerquellen aufzuzeigen, auf die Netflix-Serie The Confession Tapes hinweisen. Ich habe kein Netflix, aber ich gucke immer bei meinem Bruder und viele Grüße an Boris an dieser Stelle. Boris guckt mit mir immer Crime-Serien auf Netflix, wenn ich ihn besuche. Und jedenfalls in The Confession Tapes werden Fälle aufgerollt, wo zwar diejenigen noch in Haft sitzen, wo man aber schon ziemlich deutlich zeigen kann, dass die Methoden, mit denen die Geständnisse jeweils erzeugt wurden, ziemlich fragwürdig sind. Und da gibt es, also es gibt sowohl Falschgeständnisse, wo Menschen wirklich eingeredet bekommen, sie hätten eine Tat begangen. Das kann man auch in dieser Serie sehr schön sehen, dass es manchmal Menschen gibt,
die zum Beispiel psychisch nicht ganz so stabil sind oder intellektuell nicht so gut ausgestattet sind und dann einfach so lange in einer emotionalen Extremsituation so einer Verdächtigung immer weiter auf die eingeredet wird, bis die anfangen, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln und zu sagen, also wenn, da haben die Polizisten so tolle Methoden eingesetzt wie, also wir haben hier A, B, C, D, E, F, sie müssen es gewesen sein. Und die Hälfte dieser sogenannten Beweise war aber frei erfunden. Das ist etwas, was die US-Behörden dürfen, was die deutschen Behörden nicht dürfen, nämlich einfach komplett frei lügen. Mhm. Okay. Also ich weiß nicht, ob die das in allen Bundesstaaten dürfen, aber in einigen dürfen die einfach lügen. Und die können sagen, wir haben hier ihre DNA gefunden, auch wenn die gar nicht haben. So. Ja, oh. Die können also komplett pokern. Und wenn du dann jemanden hast, der da vulnerabel ist psychisch, dann kann es echt sein, das war dann mindestens in einem dieser Fälle so, und das gibt's immer wieder, dass dann wirklich die Leute am Ende sagen, also wenn die sagen, ich muss es gewesen sein, dann bin ich wahrscheinlich verrückt und dann war ich das wahrscheinlich. Also das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt's auch welche, die einfach gestehen, weil sie irgendwann nicht mehr können, weil die dann stundenlang verhört werden unter übelsten Methoden mit Schlafentzug und allem. Und wo es heißt, sie können schlafen, sie müssen jetzt nur unterschreiben, dass sie es waren. Dann können sie endlich schlafen oder ihre Familie anrufen oder was auch immer. Und die dann einfach so psychisch mürbe gemacht werden, dass die einfach sagen, so, ich weiß, ich bin's nicht, aber ich kann nicht mehr. Ja. Ja. So, und das ist natürlich auch eine Methode, die man nicht anwenden sollte, aus offenkundigen Gründen. Und dann gibt's halt die dritte Gruppe, die wirklich proaktiv hingehen und sagen, hallo, ich war's. Und die dann die bizarrsten Details erzählen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum niemals bei solchen Fällen, bevor der Täter bekannt ist, viele Details veröffentlicht werden. Ja. Es werden immer welche zurückgehalten, damit nämlich dann diese ganzen Trittbrettfahrer falsche Angaben machen, weil denen diese bestimmten Details einfach nicht bekannt sind. Ja, und das ist auch wichtig. Und diese Gruppe, die wirklich proaktiv bei so krassen Fällen sich meldet, die wollen halt bekannt werden, weil sie halt auf einer anderen Ebene nicht bekannt werden können, weil sie irgendwie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, weil sie eh gefrustet sind und weil sie denken, so, damit kann ich mich jetzt aufwerten, was natürlich eine ziemlich blöde Art ist, sich aufwerten zu wollen. Also blöder geht's kaum. Aber ja, die einfach nichts sonst hinkriegen und dann wirklich glauben, dann werde ich wenigstens bekannt dafür, dass ich hier der Serientäter bin. Also echt. Aber gehen die denn dann davon aus, dass ihnen relativ schnell nicht der Prozess gemacht wird, sondern sie wieder laufen gelassen werden, weil es halt nicht nachweisbar ist? Oder rechnen die damit, dass das dann schon irgendwie die ganze Maschinerie anläuft und sie dann vor Gericht gestellt werden? Doch, durchaus. Also das ist denen schon klar. Also es gibt sicher auch immer ein paar, das kann man nie ausschließen, die vielleicht wirklich so wahnhaft sind und die sich dann da reinsteigern. Mhm. Die also wirklich so vielleicht dann irgendwelche komischen Träume haben und sich sagen, ich war das, weil sie es halt im Fernsehen gesehen haben. So wie ja Wahnerkrankte gerne auch irgendwelche Dinge aus den Medien in ihr Warnsystem einbauen. Früher waren es die KGB-Agenten, ne? Dann waren es die Außerirdischen, im Moment sind es gerade wieder vermehrt die Satanisten, aber es sind halt immer irgendwelche Sachen, die gerade in den Medien mit sowas in Verbindung gebracht werden. Und jedenfalls, es gibt sicher immer ein paar, die einfach wirklich krank sind, aber es gibt sicher auch immer einige, die ganz genau wissen, dass sie es nicht waren, die aber dann auch so eine Haft in Kauf nehmen. Mhm. Entweder weil, also je nachdem, ob ihnen die Todesstrafe droht, eventuell sagen die sich, mein Leben ist sowieso sinnlos, dann werde ich wenigstens für immer in Erinnerung bleiben, wenn auch negativ, so nach dem Motto, wenn schon kein Held, dann wenigstens ein Anti-Held. Oder auch Leute, die sich vielleicht sagen, mein Leben ist eh total trostlos, ob ich jetzt im Gefängnis sitze und dann Fanpost kriege von diesen sehr bizarren Menschen, die Fanbriefe an Mörder schicken. Oder ob ich jetzt hier in meinem tristen Alltag vor mich hin vegetiere und sowieso nichts besser wird, dann ist ja wohl die Option, jetzt der im Fernsehen bekannte Killer zu werden, vielleicht sogar attraktiver. Mhm. Ja, sowas gibt alles. Ja, und auch im Fall von Elizabeth Short hat es das sehr, sehr häufig gegeben, ne? Ja. Dass Leute da halt quasi falsche Angaben gemacht haben. Genau. Ja, das ist natürlich voll schlimm, weil als hätte man als Polizei nicht eh schon genug mit solchen Fällen zu tun, muss man dann diese ganzen Trittbrettfahrer auch noch aussortieren. Ja. Jetzt haben wir uns den Fall sehr genau angeschaut. Wir haben über die falschen Geständnisse gesprochen und wir haben eine sehr beliebte Theorie, nicht widerlegt, aber zumindest gesagt, wo die Probleme darin bestehen, wenn man sagt, der Herr Hodell ist der Mörder gewesen. Das könnten wir jetzt mit anderen Verdächtigen
mehr haben wir ja nicht, genauso machen und würden immer wieder Punkte finden, wo man dann sagt, naja, je nachdem, wie man den Bericht liest oder je nachdem, wie man das Cherry-Picking, was Details angeht, betreibt, kriegt man das dann schon so gedreht, dass der Täter gewesen ist. Aber das haben wir ja bei dem Fall Hodel, glaube ich, schon auch getan. Ja. Was ist so dein Fazit unter diesem Mord, Lydia? Ach, ja, also es ist sehr, sehr deprimierend, dass der niemals aufgeklärt werden wird, weil auch ein Problem ist, dass die wenigen Beweismittel, die man noch auf DNA hätte untersuchen können, allesamt verschwunden sind, was natürlich zu Verschwörungstheorien beigetragen hat. So nach dem Motto, jemand hat alles verschwinden lassen, aber mal ganz unter uns. Natürlich gibt es immer diese Leute, die auf dem Schwarzmarkt sagen, wenn ich von einem krassen Kriminalfall irgend so ein irgendwas kaufen kann, oder auch irgendein Ermittler, der sich gesagt hat, ach, das Ding wird doch eh nie geklärt. Ich meine, damals war ja DNA-Analyse noch sehr, sehr, sehr Science-Fiction, also sogar noch nicht mal Fiction. Man konnte sich nicht mal ansatzweise vorstellen, dass das jemals funktionieren würde. Dann hat sich vielleicht ein oder andere Polizist, als er in Ruhestand gegangen ist, gedacht, ja, kann ich doch für meine irgendwie, weiß ich nicht, Familie mitnehmen oder als Erinnerung an den krassesten Fall. Also ganz ehrlich, das muss nicht eine Verschwörung sein, sondern ich glaube, dass die Leute, die Sachen haben verschwinden lassen, auch eher in so einer der krasseste Fall aller Zeiten, ich nehme mir ein Erinnerungsstück mit Nummer waren und nicht wussten, dass sie damit die letzte Chance zerstört haben, jemals den Täter zu erwischen. Wobei tatsächlich durch die Benzinsäuberungsaktion des Täters ohnehin DNA zu finden nicht einfach gewesen wäre. Aber wir werden nie erfahren, ob es geklappt hätte, weil halt alles weg ist, was sehr deprimierend ist. Außer diesen Mitschriften zum Beispiel von diesen Tapes da von dem Hotel und so. Aber die ganzen alten Akten werden ja immer mal wieder zwischendurch gesichtet. Und auch gerade als Steve Hodell mit seiner These um die Ecke kam, haben die sich das durchaus alles nochmal angeguckt und haben aber explizit gesagt, so, ja, der Steve hat sich da jetzt echt reingesteigert, aber wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ja, reicht das alles nicht so, ne? Ja. Also, und die heute hätten auch wenig Grund, ich sag mal, da was zu vertuschen, was ihre Vorgänger gemacht haben, jetzt mal ganz ehrlich. Also, auch wenn der Steve Hodell gerne behauptet, dass die bis heute davon profitieren würden, das ist echt absurd. Also, ganz ehrlich. Von daher, ich glaube, die objektiveren Ermittler haben dann einfach gesagt, das ist zwar alles spannend, aber das wird jetzt trotzdem den Fall hier nicht klären. Mega sorry so, ne? Ja. Und ich muss sagen, viele andere Verdächtige, die konnten halt mehr oder weniger ausgeschlossen werden. Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall den Mark Hansen erwähnen, der ja immer wieder sauer war, weil die Beth den da irgendwie so ein bisschen manipuliert hat und ihm dann doch nicht gegeben hat, was er sich da so sehnlich wünschte, nämlich die sexuelle Aktion mit ihr. Aber das, also für den spricht relativ wenig, weil der hatte echt sehr viele andere Dinge zu tun, wie seinen Nightclub zu leiten und seine diversen sexuellen Beziehungen zu führen und dazwischendurch mal eben die Leiche zu zerstückeln und zu foltern. Na gut, nichts ist ausgeschlossen, aber also nicht viel deutete auf ihn hin, nicht wirklich. Dann gab es noch diesen bizarren Typen, Jack Anderson Wilson, alias Arnold Smith, alias L. Morrison. Naja, das war so ein Alki, Räuber und Sexualstraftäter, der halt die ganze Zeit gemeint hat, ein Kumpel von ihm hätte die Beth Short getötet, wobei die Ermittler dann der Meinung waren, dass der Kumpel nur so eine Ausrede ist für ihn selber. Also, dass er über seine eigenen Taten in dritter Person redet und die immer auf jemand anderen projiziert. Und da war tatsächlich auch ein Ermittler, der an dem Fall beteiligt war und der den gar nicht mal so abwegig fand, weil der halt vieles erzählt hat, was durchaus hätte stimmen können, aber der hat jetzt auch nicht, angeblich hat der sogar ein Foto gezeigt, auf dem er mit einer Frau zu sehen war, die Beth Short hätte gewesen sein können oder auch nicht, war ja in der damaligen Zeit mit Schwarz-Weiß-Fotografie und schwarze Haare und Lippenstift, ich meine, guck dir mal die Fotos der alten Stars an, versuch die mal auseinanderzuhalten. Also, jedenfalls, der ist aber, bevor man ihn konkreter befragen konnte, mit einer Zigarette irgendwie im Hotel eingeschlafen und dann verbrannt in seinem Zimmer. Aber der war halt auch alki und eh desolat. Und ich persönlich glaube, dass der zu desolat war für so ein planvolles Vorgehen. Ja, also jemand, der so desolat ist, der kriegt einfach diese Art von Planungsgrad schwerlich hin. Also von daher für mich einfach seine desolate Art ihn ein bisschen aus. Zumindest macht sie ihn nicht sehr wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, sonst gab es auch jetzt nicht, es gab noch alle möglichen Theorien, aber keine, die jetzt super, super schlüssig wäre. Und ich möchte nochmal sagen, ich finde jetzt George Hodell auf jeden Fall denkbar, aber selbst wenn er es gewesen sein sollte,
werden wir es hundertprozentig niemals erfahren. Mhm. Und nur weil einiges dafür spricht, ist es einfach trotzdem nicht genug, um jetzt zu sagen, naja, mit größter Wahrscheinlichkeit war der es. Das kann man in der Konstellation einfach nicht sagen. Besonders, weil es noch nicht mal irgendeinen eindeutigen Beleg dafür gibt, dass der diese Frau jemals in irgendeiner Form getroffen hat. Ja. Also es ist ein bisschen zu unsicher. Und ich möchte sagen, dieser Fall wird die Menschheit sicherlich noch lange beschäftigen. Und wir können auf jeden Fall ein bisschen was eingrenzen, ein bisschen was über die Motive theoretisieren. Aber da wir es nie erfahren werden, ist das einer dieser Fälle, die mich sehr intellektuell frustriert zurücklässt, weil es einfach definitiv niemals auch nur die Chance gibt, ihn wirklich zu lösen. Das wird nicht passieren. Sehr schade. Und es ist auch sehr schade, weil, ja, weil es vielleicht auch für die Familie der Elizabeth gewesen wäre, irgendeinen Abschluss, eine Antwort zu finden. Und die arme Frau hatte wirklich kein schönes Leben. Wir haben an dieser Stelle gar nicht erwähnt, dass sie von ihrem Vater zurückgelassen wurde, als sie 6 war, und dass der die hinterher auch nicht mehr sehen wollte. Und er hat sich sogar geweigert, ihre Leiche zu identifizieren, weil er sich mit ihr zwei Jahre vorher verstritten hat. Die waren kurzzeitig bei ihm eingezogen. Genau. Mit 17. Und er war frustriert, weil sie lieber Party gemacht hat, als seinen Haushalt zu machen. Also von einer Tochter, die man mit 6 verlassen hat, zu erwarten, dass sie den Haushalt schmeißt, ist auch ein bisschen arg egozentrisch. Auf jeden Fall, die hatte ein sehr unstetes Leben. Die hatte viele Hoffnungen, die nie sich erfüllt haben. Die hatte einfach jeden Tag damit zu kämpfen, wo sie jetzt übernachtet und was sie zu essen kriegt und wie sie jetzt weiterkommt. Und ich glaube, die war eine sehr insgesamt traurige Person mit einem furchtbar traurigen Ende, von dem wir nicht mal jemals erfahren werden, warum dieser Täter genau diese Frau auf diese Art jetzt so furchtbar ums Leben gebracht hat. Also eine sehr unbefriedigende Story, die leider keinen Abschluss finden wird. Ja, und wahrscheinlich, was auch eine Rolle spielt, ist so dieser Hollywood-Mythos, der ja da auch so ein bisschen reinspielt. Wir erfahren natürlich immer von den Menschen, die irgendwie nach Los Angeles gehen, nach Hollywood gehen, um es zu schaffen und dann letztlich tatsächlich irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Wir sprechen aber eigentlich nie über die vielen, vielen Menschen, die da hingehen und ihr Glück suchen und es absolut nicht finden und da irgendwie scheitern. Und besonders tragisch ist es natürlich, wenn dann so ein junger Mensch auch noch auf so furchtbare Art und Weise ums Leben kommt. Und insofern, ich glaube, allein das spricht die Menschen ja, das haben wir ja ganz oft in unserem Alltag bei Hoaxilla, dass genau die Stories, die die Menschen so emotional betreffen und anrühren, dann eben diejenigen, die sind, die immer weiter erzählt werden und immer wieder erzählt werden und überhaupt nicht verschwinden aus dem Bewusstsein der Menschen. Und ich denke mal auch, dass das bei Beth Short in nächster Zeit noch so bleiben wird. Ja. Gute Abschlussworte. Eine schöne Episode. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, Lydia, für uns hier im Podcast tätig zu sein. Das freut uns immer sehr. Und natürlich für euch da draußen, wer jetzt sagt, Mensch, Lydia Winneke, das ist alles spannend. Man kann dich bei Vorträgen, aber die sind auch interaktiv und da gibt es immer auch Diskussionen natürlich erleben. Und jetzt Termine zu nennen, wäre ziemlich schwierig, weil ich bin gerade auf deiner Seite inzwischen bis November 2020 Termine angekündigt werden. Das heißt, wir werden das verlinken. Das heißt, wenn ihr Lydia Binnicke mal live erleben wollt, irgendein einem Theater, Veranstaltungsort oder sonst wo in eurer Nähe, taucht sie sicherlich auf. Wir können das nur empfehlen. Mhm. Waren ja selber auch schon bei dem einen oder anderen Vortrag dabei. Und ich glaube, wir sagen nichts Falsches, wenn wir sagen, wir werden dich auch demnächst mal wieder irgendwann bei Hoaxilla Crime hören, oder? Bestimmt, sehr, sehr gern. Ich würde sagen, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon gesagt, wir sollten mal über den Bynes Torture Kill reden, mit dem ich mich jetzt auch sehr viel beschäftigt habe in den letzten Monaten. Und ja, gerne. Das passt doch schön rein. Und nochmal der Hinweis für alle diejenigen, die sagen, oh, Lydia war öfter zu Gast, die jetzt neu dazugestoßen sind. Es gibt auf unserer Homepage auf der rechten Seite bei den Kategorien auch Hoaxilla Crime. Und da findet man dann auch mit auf einen Klick alle Episoden mit Lydia Winneke nochmal aufgelistet und kann sich die dann genüsslich reinziehen. Lydia, vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss. 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 Ja, ausführlich wie immer, finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Episode, sehr, sehr schönes Interview. Vielen Dank nochmal an Lydia Binnicke. Und was ich halt auch an dem Interview schön finde, ist, dass wir nochmal so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie man zu Ermittlungsergebnissen gelangen kann und wann man dann mit seinen Arbeitshypothesen und vielleicht auch mit seiner vorgefassten Meinung und gar nicht mal Hypothesen, die sich wieder oder belegen lassen, über die Stränge schlägt und dann vielleicht auch zu falschen Ergebnissen kommt. Ja. Das spielt ja auch in anderen Bereichen, die wir so beackern, thematisch eine Rolle. Ja.
Und dann lösen wir jetzt erstmal ganz kurz auf, ob dein Juristen-Mensch tatsächlich das hingekriegt hat, sich selber zu Tode zu stürzen oder nicht. Die Auflösung. Ja, hat sich ein Anwalt beim Vorführen der Festigkeit einer Fensterscheibe selbst in den Tod gestürzt oder habe ich euch da eine völlig verrückte Geschichte für einen fiktiven Darwin Award erzählt? Leider, so tragisch wie es ist, ist dieser Fall tatsächlich passiert. Abgefahren. Ich wollte es kaum glauben. Ich hätte echt schwören können, dass das irgendwie eine Art moderner Sage ist oder eine Warnsage, die vor so gefährlichem, risikobehafteten Verhalten irgendwie warnen soll. Ja. Aber es ist tatsächlich passiert in Toronto. Ist das Ganze passiert in den 90er Jahren, um genau zu sein, am 9. Juli 1993. Da ist ein gewisser Gary Hoy, 38-jährig, ein Anwalt bei einer solchen Führung und eben genau wegen eines solchen Unfalls aus dem 24. Stock des Toronto Dominion Bank Towers gefallen und ums Leben gekommen. Keiner weiß so genau, warum er angefangen hat, bei den Führungen, die er öfter gemacht hat, diesen Scherz zu treiben und mit der Schulter irgendwie gegen die Scheibe zu rennen. Warum auch immer. Auf jeden Fall hat ihn das Leben gekostet, was traurig genug ist. Wenig später ist dann auch die Anwaltsfirma, bei der er gearbeitet hat, irgendwie pleite gegangen. Die gab es dann irgendwann auch nicht mehr. Mag sein, dass auch dieser Unfall eventuell ein Faktor war, der dazu beigetragen hat. Genau, weiß man es nicht. Ja, aber Gary Hoy ist tatsächlich aus dem Fenster gefallen, weil er mit der Schulter mutwillig gegen die Scheibe gerannt ist. Völlig verrückt. Damit sind wir am Ende der 228. Episode, aber eigentlich auch nicht. Zunächst mal nochmal vielen, vielen Dank für die vielen E-Mails, die Einsendungen, die Anfragen. Wir kommen gerade wieder nicht hinterher. Also ihr könnt ahnen, wenn wir es terminlich mit den Podcast-Folgen gerade nicht hingekriegt haben, diesen Monat, wie das mit E-Mails ist. Wir lesen das alles, wir freuen uns sehr. Wir sammeln die Themenvorschläge. Es gibt auch so ein, zwei Kooperationsanfragen, auf die wir noch nicht reagiert haben. Wenn ihr es hört, ist gelesen. Zusagen, die wir gemacht haben, werden auch eingehalten. All das werden wir abarbeiten in den nächsten Tagen. Der Mai wird noch mal ein bisschen eng werden für uns. Schöne Grüße an all diejenigen, die uns bei Vorträgen getroffen haben in den letzten Wochen. Das war sehr, sehr schön. Und wir haben jetzt noch so ein kleines Bonusding drin, weil das einfach zu schön war oder ist, als dass wir das jetzt nicht versenden wollen würden. Und es passt thematisch auch so wunderbar in die Sendung. Genau. Ne? Wir sind eingeladen worden zu einer Buchpremiere oder zu einer Buchpremierenveranstaltung. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist ein bisschen schräg. Wie soll man das beschreiben? Zu einem Event, einem Escape Room Event im Zuge einer Buchveröffentlichung. Genau, jetzt so hast du es schon gespoilert. Genau, das war nämlich nicht so, dass man in irgendeinem Buchladen den Autor die Hand geschüttelt hat, sondern es war ein mobiler Escape Room in einen so einen Seecontainer eingebaut. Ziemlich gut gemacht für die Verhältnisse, die sich geboten wurden. Und hier im Hamburger Hafen stand dann eben dieser mobile Escape Room und wir haben da mitgemacht. Das war auch ganz witzig und auch ein bisschen gruselig sogar tatsächlich, dieser Escape Room. Ja, denn das Buch, was sozusagen dieses ganze Event ausgelöst hat, ist ein Thriller von Mark Griffin. Der nennt sich Dark Call und es geht um einen Serienmörder und wirklich, ja, also ich habe das Buch jetzt schon fast ganz gelesen. Es ist wirklich sehr, sehr blutrünstig und sehr, sehr düster, aber wahnsinnig gut geschrieben. Wer es auf Deutsch lesen will, auch die deutsche Übersetzung, super. Genau. Kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt wirklich nicht der Tatsache geschuldet, dass wir da eingeladen wurden, sondern weil ich das Buch einfach großartig finde. Genau, und weil wir da schon mal waren und Mark Griffin tatsächlich der Autor auch vor Ort war, haben wir dann einfach das Smartphone gezückt und spontan mal ein mobiles Interview gemacht. Und das wollen wir euch jetzt Bonus nochmal geben. Mark ist allerdings Brite, das heißt, das Interview ist auf Englisch. Wem das jetzt nicht gefällt oder keine Lust hat, sich ein englisches Interview anzuhören, der lässt das bleiben. Aber es gibt nochmal ganz kurz einen, glaube ich, ganz interessanten Einblick in das Autorenwesen und vielleicht der ein oder andere kennt Mark Griffin, wir selber nicht aus dem Kontext, aber er hat tatsächlich auch mal bei zwei Doctor Who-Folgen mitgespielt, weil er eigentlich auch Schauspieler nebenbei noch ist und einfach ein sehr, sehr sympathischer, netter Typ. Und das Interview war schon auch ein Stück weit interessant und weil es um Serienmorde geht, haben wir gedacht, das versenden wir jetzt einfach hier noch als Bonus-Content in dieser Episode, wünschen euch dabei nochmal viel Vergnügen und sagen aber jetzt schon Tschüss, wir hören euch
ganz, ganz schnell und ganz, ganz bald wieder mit einer schönen neuen Folge von Hoaxilla. Und euch da draußen alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla Interview. Mark, you're a writer of fiction, but not only of fiction. You also write screenplays. I read about you. What do you like better, novels or screenplays? I think I like screen. Well, screenplays are faster to write because they're generally about 80, 90 pages, about 25, 30,000 words. Whereas a novel, you're looking at 100,000 words minimum, 400 pages, and it tends to be a lot more complicated. So, because in screenplays, you just do action and dialogue, whereas with novels, you have to do people's thoughts and what they feel. And of course, none of that is in a screenplay. Yeah. So, but in one way, I prefer writing novels because it's deeper and you get to know your characters a lot better. Yeah, you live with your characters, actually. Mm-hmm. Yeah, you live with your characters. I think whenever you write, as you know, you are part of all your characters anyway, which I think is fascinating. I think, there's that phrase, write what you know. Mm-hmm. Yeah, I don't agree with that. Someone once told me, a writer once told me, he said, no, don't do that. Write who you are. Yeah. Oh, okay. I was like, oh, that's really interesting. But you have to know who you are first. That's the thing, you do. And I think you find that out by writing and by discovering, because every character is a piece of you. So how much, I'm a psychologist, how much is writing therapeutic for yourself? I think it's incredibly therapeutic. Yeah? I really do, yeah. Because I'm an actor as well. Yeah? I've been for 25 years. Okay. But with writing, it's so much more personal. Yeah, it comes from the inside. Yeah, because... acting, you put something on yourself. Yeah, and also you're reading perhaps someone else's script or someone else's lines. But with the writing, it's all about you. And you're basically just going like this and you're putting your heart on the page. I think that's what's fascinating about writing. You go so much deeper. And did you put all your deepest fears into Dark Call? I put some of them, most definitely. Yeah, I really did. There's some scary moments in there. I think none of us particularly like darkness. We just don't. The moment the lights go down, we become more scared. Our senses become more alert. Yeah. But at the same time, we used to have nightmares when we were kids. We all did. You know, we're hearing things. Something lurking in the shadows. And that's the thing, something lurking in the shadows. Something's under the bed. You hear a noise, you don't know what it is. There's something very primal about that and scary. So what can you tell our listeners about the book Dark Call without spoiling too much of the content? But it's about a serial killer, right? It's about a serial killer and a woman, a strong female lead called Holly Wakefield. Okay. Who works for the NHS in England, and she's a psychologist, a forensic psychologist. Okay. Basically dealing with people who have a propensity to kill. And so she's asked by the Met Police to try and find this serial killer. And it takes her across London and England. And she has to question herself as well on what her motivations are before she can really catch him. Do you remember the moment where this story, this particular story, came to your mind for the first time, the first idea of writing? Yes. The story? Yeah, it's a convoluted story, actually. Yeah. It started in Scotland. Wow. When I moved from London, I lived in LA, moved back to London, moved up to Scotland, and then I was starting a theatre company there. Okay. And I wanted to do a street theatre. You know, when you have actors on the corners playing certain parts. Mm-hmm. And, yeah. And so I wanted to do it about a serial killer. So I actually started in Edinburgh, then I changed it into a screenplay when I went back to Los Angeles, and then I turned it into a novel. And each the theatre was called Holly Bell is Missing, the screenplay was called The Never Find, and the book is called Dark Call. Yeah. Okay. So each name, each time it changed with a different name. Is there an actual serial killer in the history of Edinburgh, or is it purely fictional? Oh, purely fictional. Mm-hmm. Yeah, yeah. I mean, it actually takes place in London. But because I was in Edinburgh, I wanted to set it there, obviously. Yeah. But yeah. And did you do some research? So did you talk with a forensic psychiatrist or something like that in order to write the book? No, I did a lot of Google research. Okay. But yeah, and I'm sure there's a red flag on my search engine from the FBI.
the amount of weird stuff that I've searched in there about killing people and drugs and all sorts of bizarre stuff. Yeah. But no, I didn't. Although I do have a friend who works at Broadmoor, which is a high security class A prison in England. Okay. And she gave me some interesting information about drugs, about what to use for psychotics and yeah. So what's to come after Dark Hall? I've just finished the second novel, actually, okay, which is with the same characters, Holly Wakefield, okay, who teams up with D.I. Bishop from the Metropolitan Police. So I've just finished it now. I'm not sure what the German title will be. In England, the first book was called When Darkness Calls, okay, which became Dark Call. In the second book, in the title so far is When Angels Sleep. Oh, okay. So I'm not sure how that translates. Maybe when Engel schlafen. Does translate? It would be the German. Oh, that's the, nice. The actual translation. Oh, yeah. It is? Yeah. Okay. That could work. Yeah, sounds good. Sounds good. Yeah. So, you have anything else to say to our listeners in Germany? I apologize that I don't speak German, for a start. And no, thank you guys for coming down today. It's been a pleasure to meet you. And if anybody out there wants a thriller, then please enjoy my book, Dark Call. And thank you so much. Thank you. Thank you for the interview. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Der Hoaxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.